Grandpa, sieh mal das Haus, da wollen wir hingehen. Das blonde Mädchen mit den grünen Haarschleifen zeigte begeistert nach vorn. Jennifer Henderson wollte schon auf das düstere Haus, das halb versteckt hinter verwachsenen Bäumen stand, zueilen. Nein, Jenny, nicht! Die Rechte des Alten umklammerte ihren Arm. Au, du tust mir weh! Oh, sorry, das wollte ich nicht. Er zog die hübsche Enkelin an sich und lächelte. Jennifer war schon einige Jahre lang nicht mehr hier gewesen. Wenn man aus einer Stadt wie San Francisco kam, dann war man verrückt nach Natur und steckte voller Unternehmungsgeist. Das Haus ist nichts für uns. Da gehen wir schön dran vorbei und bleiben auf dem Weg. Warum, Grandpa? Man erzählt sich so allerhand über den Mann, der dort wohnt. Wir sollten uns jetzt beeilen, Jenny. Es dämmert schon. Böse Zungen behaupteten, den zurückgezogen lebenden Bewohner des Hauses als Werwolf und riesige Fledermaus in den nahen Wäldern gesehen zu haben. Wenn die Dunkelheit über das Land kam, war es besser, sich nicht mehr hier aufzuhalten. Frances Henderson fasste das Mädchen fest bei der Hand und ging den Weg bergab. Rund 3 Meilen entfernt lag die kleine Farm, die er bewirtschaftete. Die Schatten wurden dichter, die Bäume schluckten das letzte Licht. Jennifer blickte sich mehr als einmal zu dem einsamen Haus auf der Anhöhe um. Weißt du es, Grandpa? In das Säuseln des Windes mischte sich das virtuose Spiel eines Klavierspielers. Eine sanfte, wehmütige und klagende Melodie wehte durch die Luft. Komm! Jennifer Henderson konnte in dieser Nacht kein Auge schließen. Sie träumte von einem satanisch aussehenden Mann, der die Tür des düsteren Hauses öffnete und sich, von Flammen umhüllt, in einen Teufel verwandelte. Der Traum verfolgte sie in den folgenden Tagen. Ihre Gedanken waren abwesend. Sie erfüllte die Arbeit in den Ställen und auf den Feldern, auf die sie sich bei ihrer Ankunft so gefreut hatte, nur mit halbem Herzen. 2 Tage später vergaß sie den Traum, als sie dabei sein durfte, wie ein Kalb geboren wurde. Aufgeregt rief sie in San Francisco an und teilte ihren Eltern ihr Erlebnis mit. Am späten Nachmittag ritt sie allein auf Sindbad über das hügelige Land. Ihr Großvater hatte 2 Herren empfangen und verhandelte mit ihnen wegen einer Zusatzlieferung von Rindern. Eigentlich beabsichtigte Jennifer nicht, zu dem einsamen 3 Meilen entfernt liegenden Haus zu reiten, das ihr Großvater ihr bei dem ausgedehnten Spaziergang durch die herrliche wilde Landschaft gezeigt hatte. Anfangs merkte sie gar nicht, dass sie sich dem Haus immer mehr näherte, als sie den flachen Hügel umrundet hatte und nun direkt darauf zuritt. Sie war so in Gedanken versunken, dass ihr auch entging, wie das Wetter umschlug. Aus dem Südwesten näherten sich ausgedehnte Wolkenfelder. Der Himmel überzog sich mit einer grauen Schicht. Dann fing es an zu regnen. Sie musste zurück. Das war ihr erster Gedanke. Obwohl erfahren im Reiten, unterlief ihr jetzt ein folgenschwerer Fehler. Sie riss das Pferd zu hart herum. Sindbad, ein prachtvoller schwarzer Hengst, wieherte, machte kleine trippelnde Schritte vorwärts, geriet zu weit an den abschüssigen Wegrand, trat mit dem linken Bein ins Leere und verhakte sich mit einer aus dem Boden ragenden Wurzel. Jennifer überblickte die Situation zu spät und reagierte falsch. Zurück, Sindbad! Sie zerrte an den Zügeln. Sindbad warf den Kopf in die Höhe, sein rechtes Bein knickte um und er fiel mit seinem ganzen Gewicht nach vorn. Geistesgegenwärtig ließ sich Jennifer aus dem Sattel gleiten, nur um nicht unter dem Pferdeleib begraben zu werden. Jennifer sorgte sich nur um das Pferd. Es lag mit angehobenem Kopf und geblähten Nüstern da, aber es war nicht imstande, aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen. Hatte sich Sindbad ein Bein gebrochen? Jennifers Blick irrte umher, blieb an dem einsamen, düsteren Haus zwischen den Bäumen hängen. Sie rannte los. Sicherlich gab es im Haus ein Telefon. Dann konnte sie ihren Großvater anrufen und ihm sagen, was mit Sindbad passiert war. Jennifer erreichte die Tür, wischte sich über ihr nasses Gesicht, strich die Haare aus der Stirn und klopfte heftig an. Eine Klingel gab es nicht. Hallo? Niemand antwortete. Jennifer legte die Hand auf die Klinke, um auszuprobieren, ob abgeschlossen war. Aber dies war nicht der Fall. Also war doch jemand zu Hause. Jennifer klopfte noch einmal heftig an, während sie schon die Tür einen Spalt breit aufdrückte und in eine dämmerige, verrußte Stube blickte.
Die einfache Einrichtung, das zerschlissene Sofa, der offenbar aus Baumstämmen zusammengezimmerte Tisch, das alles imponierte ihr. Sie hatte eine Schwäche für altmodische Dinge. Nicht eine Sekunde lang empfand sie Angst. Das Innere erinnerte sie irgendwie an ein altes Westernhaus, wie sie es schon im Fernsehen und im Kino gesehen hatte. Ist hier denn niemand? Hallo, Mister! Das Mädchen warf einen Blick in den angrenzenden Raum. Dies war offensichtlich die Küche. Ein einfacher Schrank, Aluminiumtöpfe, altes Porzellan. Das Feuer im Ofen war erloschen. Aber es roch noch nach Rauch und einem starken Gewürz. Auf dem Arbeitsbrett unterhalb des Fensters stand eine dicke, halb heruntergebrannte Wachskerze. Daneben eine Schachtel mit Streichhölzern. Jennifer Henderson riss ein Hölzchen an und entflammte die Kerze. Das Mädchen ging zur nächsten Tür. Ein einfacher, kahler Raum. Hier und da eine Kiste. Sie musste daran denken, dass es hier in der Gegend einmal Goldgräber gegeben hatte. Vielleicht stammte das Haus noch aus jener Zeit. Ganz bestimmt sogar. Alt genug war es. Ob es in den Kisten Gold gab? Es wurde ihr plötzlich ganz heiß. Sie hatte mit einem Male eine ganz vernünftige und logische Erklärung für die Geschichte, die ihr Großvater nur angedeutet hatte. Das hier war ein altes Goldgräberhaus und es gab einen verborgenen Schatz darin. Zum Schutz, dass jedermann ihn in Ruhe ließ, wurde eine unheimliche Geschichte erzählt. Die einfachen Menschen hier auf dem Lande waren abergläubisch. Sie glaubten noch an Geister und... Jennifer gab einen lauten Aufschrei von sich. Ein riesiger Schädel stand vor ihr. Ein Bison. Im flackernden Licht wirkte der zottige Schädel noch gewaltiger und erschreckend lebendig. In den dunklen Augen spiegelte sich das Licht der Kerze. Jennifer schüttelte sich. Sie war kreidebleich. Doch der nächste Schreck kam sofort. Mit einem dumpfen Knall schlug die Tür hinter Jennifer zu. Sie wirbelte herum, sah, dass sie nicht mehr allein war. Dann blies ihr gegenüber die Kerze aus, die sie in der Hand hielt. Es wurde pechschwarz um sie. In Birmingham, im Staat Alabama, stand Susie Ames am Fenster ihres Zimmers. Der Himmel war schwarz, es regnete. Die Blondine mit dem Pfirsichtongesicht lauschte in die Nacht. Es fing schon wieder an. Seit 3 Monaten verfolgte sie diese Musik. Immer dann, wenn sie sich in dieser Wohnung aufhielt, spielte jemand in der Straße Klavier. Sie hatte bisher nicht herausgefunden, woher die Musik kam und wer der Spieler war. Sie mochte keine Klaviermusik, aber merkwürdigerweise musste sie immer wieder diesen Tönen lauschen, als hätten sie ihr etwas zu erzählen. Wie ein berauschendes Gift durchdrangen die wunderlichen Töne ihren Geist und ihre Seele, schwangen in ihr und sie fühlte sich seltsam erleichtert. Sie wiegte den Kopf dazu, fing an, die Melodie mitzusummen, zuckte schlagartig zusammen. Ich bin verrückt. Aber die berückende und entrückende Klaviermusik blieb, verfolgte sie in den Schlaf, in ihre Träume, wisperte und klang in ihr wie eine Stimme. Die enge Gasse lag dunkel und menschenleer vor ihm. Ein kühler Wind ging und leichter Nieselregen fiel. Der nächtliche Spaziergänger schlug fröstelnd den Kragen hoch. Schmale Häuser stiegen in den Himmel und beherrschten das Blickfeld. Am Ende der Straße erhob sich düster und drohend ein wuchtiges, 7-stöckiges Gebäude, das in die City von London gepasst hätte. Mario La Dolla überlegte einen kurzen Moment. Konnte er es riskieren? Oder musste er damit rechnen, dass sie Besuch hatte? Der frierende Italiener ging auf die Tür zu, legte die Hand auf die kalte, nasse Klinke und probierte erst, ob die Haustür verschlossen war. Sie ließ sich nicht öffnen. Er griff in die Hosentasche, kramte einen einzelnen Schlüssel hervor und schloss auf. Der nächtliche Besucher erreichte das 5. Stockwerk, ohne dass ihm jemand begegnete und auf seine Anwesenheit aufmerksam geworden wäre. Einen Augenblick verharrte er vor der Tür, schlug seinen nassen Kragen zurück, zupfte seine Manschetten gerade und rückte seinen verrutschten Krawattenknoten zurecht. Dann legte er den Daumen auf den Klingelknopf. Ja? Wer ist denn da? Ich bin's, Mario. Mario? Was für ein Mario? Mario La Dolla. Das muss einem schließlich gesagt werden.
Dann drehte sich der Schlüssel im Schloss. Bist du denn ganz von Gott verlassen, Mario? Was willst du denn hier, so spät in der Nacht? Ich hab manchmal so komische Ideen. Ich hab mir gedacht, der Abend ist langweilig, immer nur Bier oder Whisky saufen ist auch nicht das Richtige und bevor du ganz blau bist, stattest du Susi einen Besuch ab. Dann hast du wenigstens noch was davon. Na, komm schon rein. Aber mach nicht solchen Krach. Die Leute hier im Haus schlafen schon. Übrigens, auch ich hab schon geschlafen. Du führst ganz neue Methoden ein. Ab Mitternacht geht's doch bei dir erst richtig los. Diesmal eben nicht. Die Blondine mit der Figur einer Göttin ging einen Schritt zur Seite. Marios Blicke verfolgten sie, saugten sich förmlich an ihrem Körper fest. Susi schloss die Tür wieder ab. Sie war nicht sonderlich erstaunt, um diese Zeit einen männlichen Besucher zu empfangen. Ihr Beruf brachte es so mit sich. Es war kein Ausnahmefall, dass ein Besucher die Wohnung verließ und dem Nächsten die Türklinke in die Hand drückte. Susi vertrat die Meinung, dass sie ihre Gunst verkaufen konnte, solange sie jung war. Wenn man nichts Näheres über sie wusste, dann passte sie mit ihrer Erscheinung und ihren gepflegten Umgangsformen in die Kreise der höheren Gesellschaft. An Susis Seite überquerte Mario den geräumigen Flur. Kostbare, schwere Möbel bewiesen Susis ausgefallenen und teuren Geschmack. Ausgefallen und teuer war auch der eigenwillige Duft des Parfums, das sie benutzte. Steig vorher unter die Dusche, mein Lieber. Spül alles von dir ab, was nach Wirtschaft, Alkohol und Qualm riecht. Und häng deine nassen Kleider auf. Ich mix uns inzwischen einen Drink. Auch darin war sie Meisterin. Ihre Kreationen konnten sich trinken lassen. Mario brauchte zum Duschen genauso lange wie Susi zum Mixen der Getränke. Sie stellte das Tablett mit den beiden Gläsern auf den Beistelltisch neben dem superbreiten Bett. Eine kleine rote Nachttischlampe brannte. An der Decke hing ein Spiegel, so groß und breit wie das Bett. Mario La Tolla reckte und streckte sich, bewunderte seinen Adoniskörper im Deckenspiegel und wollte, als Susi das Tablett abstellte, blitzschnell nach ihr greifen und sie zu sich auf das Bett ziehen. Damit hatte er kein Glück. Die Blondine drehte sich eine Zehntelsekunde früher weg. Ich besorge noch Eis. Nicht, dass du auf die Idee kommst, mir die Eiswürfel auf den Bauch zu legen, Susi. Ich will mich nicht abkühlen. Er lachte, als wäre ihm dieser Witz vortrefflich gelungen. Susis Lachen aus der Küche mischte sich mit dem seinen. Eiswürfel klapperten in eine Glasschale. Susi schlug die Tür zum Kühlschrank zu, stellte die gefüllte Schale auf ein neues Tablett und wollte schon die Küche verlassen. Sie stockte in der Bewegung. Die Musik. Und dann tat sie etwas, was sie eigentlich gar nicht im Sinn gehabt hatte. Sie zog die Schublade auf und nahm ein großes Fleischermesser hervor, das sie unter dem Tablett verbarg. Da bin ich wieder. Sie stellte das Tablett neben die Gläser. Das lange Messer lag hinter dem etwa 3 Zentimeter hohen Rand des Tabletts. Mario konnte es unmöglich sehen. Wie viel Würfel? Einen? Zwei? Zwei. Aber nicht auf den Bauch. Cheerio. Salute. Mario nahm einen kräftigen Zug, beugte sich nach vorn, stellte sein Glas zur gleichen Zeit mit Susi ab. Mit der linken löschte er das Licht und zog Susi über sich. Weißt du, Baby... Weiter kam er nicht. Sie verschloss ihm den Mund mit einem Kuss. Ihre linke lag unter seinem Nacken. Die rechte hielt wie durch Zauberei plötzlich das lange Fleischermesser in der Hand. Eiskalt und mit Wut stach sie zu. Einmal, zweimal, dreimal. Das Messer bohrte sich seitlich in die Lungen und in die Lenden. Leblos fiel der Körper zurück. Das Blut quoll aus den Stichwunden und färbte das Bettzeug. Susi ließ die Mordwaffe im Körper des Italieners stecken, erhob sich, wusch sich im Bad nur flüchtig die Hände und kleidete sich in aller Ruhe an. Dann verließ sie die Wohnung, nahm jedoch nichts mit und schloss auch die Tür nicht hinter sich ab. Das Gesicht der Prostituierten zeigte keine Regung, verriet nicht, was in ihr vorging. Sie sah so aus wie immer, aber sie hörte etwas, was andere Ohren nicht wahrnehmen konnten. Die faszinierenden Klänge einer Melodie, die bis zum Kern ihrer Nerven vordrang, erfüllten sie. Susi lief plötzlich los. Ihre Absätze knallten auf dem Kopfsteinpflaster und hallten durch die Nacht. Susi strebte ein bestimmtes Ziel an. Sie verstand die musische Botschaft. Es war ein kleines und nicht besonders gutes Hotel, das 2 Häuserreihen von der Straßenkreuzung entfernt stand. Es hieß Finnegans Hotel.
Susie Ames ging um das Haus herum, folgte dem Emailleschild, auf dem Lieferanteneingang stand. Sie kam in einen düsteren Hof. Hier gab es Garagen, überfüllte Mülltonnen und einen verwitterten Eingang zum Keller. Daneben eine frisch gestrichene Holztür. Der Hintereingang in das Hotel. Darauf ging sie zu. Sie brauchte sich jedoch nicht einmal die Mühe zu machen, anzuklopfen und erst festzustellen, ob sich die Tür vielleicht öffnen ließ. Sie wurde geöffnet. Jemand wusste genau, dass sie kommen würde. Sie wurde erwartet. Der Mann im dunklen Hausflur war einen Kopf größer als sie. Er hatte ein ausdrucksstarkes männliches Gesicht. Im Halbdunkel sah sie, dass er einen spitzen Haaransatz und auf dem Kinn ein dreieckiges Bärtchen trug. Etwas Dämonisches, Beherrschendes ging von ihm aus. Susie hatte den Fremden nie zuvor in ihrem Leben gesehen, und doch näherte sie sich ihm lächelnd, als träfe sie einen alten Bekannten. Mein Meister. Er führte sie wortlos die Treppenstufen zu seinem in der dritten Etage liegenden Zimmer hoch. Wie auf ein stilles Kommando setzte sich die Blonde in einen Sessel. Sie stellte keine Fragen. Auf dem Tisch neben dem geöffneten Fenster stand ein kleiner, aufgeklappter Koffer. Eine Art Miniaturklavier, auf dem es jedoch nur schwarze Tasten gab. Im selben Koffer gab es ein Fach, in dem eine Spritze aufbewahrt wurde. Howard Rocks nahm sie hervor, prüfte die Kanüle und verabreichte Susie Ames eine Injektion. Das kalte Glitzern in seinen Augen verstärkte sich. Du hast mir den Beweis erbracht, dass selbst die, die nicht wollen, meiner Melodie keinen Widerstand entgegensetzen können. Du bist in meiner Gewalt, Susie Ames. Du hast bewiesen, dass du morden kannst, weil ich es von dir verlange. Du wirst meine Töterin werden und viele andere zu mir führen. Du kannst nicht mehr leben, aber du kannst auch nicht sterben. Als Untote musst du mir gehorchen. Die Nacht ist fortan dein Metier. Um 10 Uhr hatte Frances Henderson zu Hause angerufen, um sich zu erkundigen, ob mit Jennifer alles in Ordnung sei. Er wusste, dass das Mädchen mit Sindbad ausgeritten war, und aus Erfahrung wusste er auch, dass Jennifer vor Einbruch der Dunkelheit von ihren Ausflügen zurückkam und sich dann allein fertig machte. Auf Frances Hendersons Betreiben hatte die ältliche Hausangestellte, die schon seit Jahren den Haushalt führte, in Jennifers Zimmer nachgesehen. Das war leer. Frances Henderson machte sich die gröbsten Vorwürfe, dass er so sang- und klanglos mit den Verhandlungspartnern weggefahren war, ohne sich erst um Jennifer zu kümmern. Henderson war sofort aufgebrochen. Hank Blinksey ließ es sich nicht nehmen, dem Nachbarn bei der Suche zu helfen. Als 2 Stunden vergangen waren, gab es noch immer keine Spur von Jennifer. Bleich und angespannt hockten die Männer in ihren Sätteln. Sie waren zu siebt. Hank Blinksey hatte noch 5 Arbeiter von seiner Farm mitgebracht. Vielleicht ist sie auf den Berg geritten. Sie weiß, dass sie dort nicht hin soll. Ich bin vorgestern mit ihr auf dem Hügel gewesen und habe ihr die Gefahr aufgezeigt. Du bist reichlich naiv, Frances. Gerade deine Warnungen werden sie neugierig gemacht haben. Unsinn. Du kennst die jungen Dinger nicht. Gerade das, was verboten ist, machen sie erst recht. Jennifer ist anders. Das glaubst du. Vielleicht hat sie sich auf den Hügel verirrt. Vielleicht ist mit dem Gaul was nicht in Ordnung. Vielleicht ist sie gestürzt und braucht Hilfe. Vielleicht. Klappern wir lieber die Weiden noch einmal ab. Und diesmal gründlicher als bisher. Ich glaube nicht, dass sie dort oben ist. Er zog sein Pferd herum, ritt davon und überließ es den anderen, ihm zu folgen. Mitternacht war vorbei. Frances Henderson fühlte sich ausgesprochen unwohl bei dem Gedanken an die Zeit. Hank Blinksey zog sein Reitpferd neben ihn. Der Pfad hier unten war noch breit genug, sodass sie bequem nebeneinander reiten konnten. Gesetzt den Fall, dass wir Jenny nicht finden. Was dann? Gehen wir von dem Gedanken aus, dass sie vom Regen überrascht wurde, Frances. Dann gibt es viele Möglichkeiten. Es kann ihr gelungen sein, in einer Höhle Unterschlupf zu finden. Höhleneingänge gibt's eine Menge in dieser Gegend. Weißt du, Hank, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so weit geritten sein soll. 4 Meilen weiter nördlich fängt der Berg erst so richtig an. Wir müssen mit allem rechnen.
Francis Henderson nickte. Er war froh, dass Hank ihn begleitete. Der Freund schien die Dinge klarer und objektiver zu sehen als er. Wie lange war sie mit dem Pferd schon unterwegs? Genau weiß ich das nicht. Seit dem frühen Nachmittag, schätze ich. Na also, stell dir nur mal vor, wie weit sie da gekommen sein kann. Francis Henderson stellte es sich vor, aber trotz allem konnte er sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Der Pfad wurde schmaler. Sie mussten jetzt hintereinander reiten. Francis Henderson ritt an der Spitze. Wir sollten uns auch in der Nähe des Hauses umsehen. Vielleicht sollten wir auch bei Rock selbst nachsehen, Francis. Möglich, dass sie dort Unterschlupf gesucht hat, als das Wetter zu rau wurde. Bei Rocks? Weißt du denn, was du da sagst, Hank? Wir sind 7 Männer, Francis. Gemeinsam sollte es uns doch gelingen, uns unserer Haut zu wehren. Wenn es darum geht, etwas über das Schicksal eines Menschen zu erfahren, sollte man sich durch nichts zurückhalten lassen. Du hast recht. Ganz wohl fühlte sich Francis Henderson allerdings bei diesem Gedanken nicht. Tagsüber traute er sich noch in die Nähe der Einsiedlerbehausung. Mit Einbruch der Dunkelheit jedoch kostete es ihn Überwindung. Er spürte, dass sich seine Unruhe auch auf das Reittier übertrug. Das Pferd reagierte nervös und war nur schwer zu lenken. Auch die Begleiter hatten Schwierigkeiten mit ihren Tieren. Francis Henderson brachte sein Pferd zum Stehen. Möchte bloß wissen, was mit dem Gäulen los ist. Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da verlor ein Reiter hinter ihm die Herrschaft über sein Pferd. Das Tier bäumte sich plötzlich auf. 2, 3 Pferde brachen seitlich aus. Einer der Männer flog im hohen Bogen durch die Luft. Er schrie gellend auf. Dumpf schlug sein Körper gegen einen Baumstamm. Francis Henderson sprang ab, zerrte seinen widerspenstigen Gaul zur Seite, band ihn am erstbesten Baum fest und kümmerte sich um den Mann, der gegen den Stamm geschleudert worden war. Nicht bewegen! Mein Rücken, er tut entsetzlich weh. Ich glaube, ich habe etwas gebrochen. Francis Henderson bettete den Verletzten vorsichtig auf den Boden. Die anderen Reiter, unter ihnen Hank Brinksee, kamen ihm zur Hilfe. 2, 3 Taschenlampen flammten auf. Wie Geisterfinger wanderten die Strahlen über den Boden, trafen den moosbewachsenen Baumstamm und den am Boden liegenden Verletzten. Der Mann war totenbleich. Henderson und Blinksys Blicke trafen sich. Die Pferde haben Angst. Sie wittern Unheil. Rox hat sie verhext. Er will nicht, dass wir uns dem Haus nähern. Hank Blinksy antwortete nicht. Gemeinsam machten sie sich daran, für den Verletzten aus Stöcken und Astwerk eine primitive Bahre herzurichten. Darauf betteten sie den Mann. Vorsichtig banden sie das einfache Gestell mit Lederriemen und Schnüren zwischen 2 Pferden fest. Francis Henderson bestimmte 2 Männer, die den Verletzten in die nächste Ortschaft bringen sollten. Dort gab es einen Arzt. Die Pferde beruhigten sich noch immer nicht. Francis Henderson ließ den Strahl seiner Taschenlampe im Kreis herumgehen. Die Umgebung erschien ihm unheimlicher als je zuvor. Ich habe das Gefühl, es ist jemand in der Nähe. Wir werden beobachtet. Die Tiere merken es genau. Sie sind unruhig und haben Angst. Etwas versetzt sie in Furcht. Wir gehen ohne Pferde hoch. Der Strahl seiner Lampe schob sich lautlos über den aufgeweichten Pfad, blieb zitternd auf den Stämmen und in den Zwischenräumen stehen, als wolle er das Unsichtbare, das sie belauerte, sichtbar machen. Der Atem stockte ihnen, als sich wie ein Gespenst eine helle Gestalt hinter einem der Bäume löste. Francis Henderson klappten die Mundwinkel herunter und in seine Augen trat ein ungläubiger Ausdruck. Aber da ist sie ja. Jenny? Jenny! Er rannte auf das Mädchen zu, riss es in die Arme, hob es hoch und drückte es an sich. Jenny, Liebes, was ist denn passiert? Warum bist du denn nicht nach Hause gekommen? Wo kommst du jetzt her? Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Geht es dir gut? Ist irgendwas mit dir? Es ist alles in Ordnung, Grandpa. Ich bin so froh, dass du hier bist. Es ist so schrecklich finster. Ich bin in das Unwetter geraten. Der Regen war so heftig, dass ich die Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Ich muss um den Berg herumgeritten sein. So ist es wohl gewesen. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Wie lange bist du hier oben gewesen? Ich weiß es nicht, Grandpa. Wo ist Sindbad? Keine Ahnung. Als ich hier oben war, hat er plötzlich verrückt gespielt. Er warf mich ab. Bist du verletzt? Es hat wehgetan, anfangs. Ich bin unter einen dicken Busch gekrochen, um mich vor dem Regen zu schützen. Dort muss ich wohl eingeschlafen sein. Ich bin wach geworden, als ich Stimmen hörte.
Und du hast überhaupt keine Angst gehabt? Ein bisschen. Tapferes Mädchen. Jetzt gehen wir ganz schnell nach Hause. Unwillkürlich warf er einen Blick in die Richtung des Hauses von Howard Rocks. Du bist nicht in der Nähe der Behausung gewesen, von der ich dir erzählt habe. Du hast doch nicht versucht, dort Unterschlupf zu finden? Nein, Grandpa. Die Lüge kam aalglatt über ihre Lippen. Francis Henderson setzte Jennifer auf sein Pferd. Ich werde morgen bei Tagesanbruch noch einmal herreiten und nach Sindbad suchen. Vielleicht ist er ganz in der Nähe. Weißt du, was ihn so erschreckt haben könnte? Nein, er wurde auf einmal ganz wild. Francis Henderson nickte und machte sich seine eigenen Gedanken, über die er jedoch nicht sprach. Plötzlich stutzte er. Sein Blick fiel auf Jennifers Hals, als sie den Kopf nach hinten warf und das Haar aus dem Nacken strich. Er bemerkte zwei rotblaue Flecken an ihrem Hals. Es sah aus, als hätte sich Jennifer irgendwo gestoßen. Hast du dich verletzt? Das muss beim Fallen passiert sein, Grandpa. Vielleicht habe ich mich an einem Ast gestoßen. Wahrscheinlich. Jennifer warf einen schnellen Blick in die Runde. Niemand schöpfte Verdacht. Niemand dachte an die Bisswunde eines Vampirs. Der Nachtportier in Finnegans Hotel schreckte plötzlich auf. Ein Geräusch riss ihn aus dem Schlaf. Im ersten Augenblick dachte er, dass jemand vor der Tür stünde und Einlass begehre. Rasch, aber noch schlaftrunken, griff er nach dem Schlüsselbund und eilte durch den düsteren Empfangsraum. Zwei, drei Treppenstufen ging es nach unten zum Glasportal. Er warf einen Blick nach draußen. Die Straße war leer und verlassen. Jetzt wieder das Geräusch. Es kam nicht von der Tür her, sondern aus dem Inneren des Hotels. Es klang, als würde ein großes Tuch durch die Luft gezogen und ausgeschüttelt. Wie Flügelschläge schoss es dem Mann durch den Kopf. Er schloss die Tür auf und trat hinaus auf die Straße. Ein riesiger Schatten fiel auf ihn. Der Portier warf den Kopf in die Höhe. Was er sah, ging über seinen Verstand. Aus einem Fenster im dritten Stock stürzte ein Körper. Riesige, lederartige Schwingen entfalteten sich. Eine überdimensionale, menschengroße Fledermaus hing in der Luft. Ich träume. Die Riesenfledermaus strich über ihn hinweg, stieg auf der anderen Straßenseite wieder auf und verschwand hinter den Giebeln der dunklen Häuser. Zimmer 321. Sie kam aus Zimmer 321. Er hastete in das Hotel zurück, vergaß nicht, die Tür hinter sich abzuschließen. Seine Hände zitterten und der Schlüsselbund klapperte zwischen seinen Fingern. Er fuhr mit dem Lift in die dritte Etage hinauf. Vor der Tür mit der Nummer 321 zögerte er einige Sekunden, legte einmal lauschend das Ohr an, um sich zu vergewissern, ob er sich auch wirklich nicht getäuscht hatte. Im Zimmer dahinter war es völlig ruhig. Was war passiert? Da klopfte er an. Eine Minute später wurde geöffnet. Auf der Schwelle stand Howard Rocks. Er trug einen weinroten Morgenmantel, dessen Gürtel er sich gerade um die Hüften schlang. Der Blick des Nachtportiers irrte über die Schulter des hochgewachsenen, finster dreinblickenden Mannes mit den dämonischen Gesichtszügen. Er schluckte. Das Fenster. Es ist geschlossen. Natürlich. Sind Sie deshalb gekommen? Um mir das zu sagen. Es war etwas in Ihrem Zimmer. Ich habe es deutlich gesehen. Eine riesige Fledermaus. Sehen Sie sich um. Hier ist nichts. Und hier war auch nichts. Howard Rocks trat einen Schritt zur Seite. Der Portier wischte sich über die Augen. Die Situation war peinlich. Er kam sich vor wie ein Mensch, der nicht wusste, was er tat. Wohl ein paar über den Durst getrunken, wie? Ich wollte Ihnen helfen. Ich dachte... Machen Sie sich nichts daraus. Kann jedem mal passieren. Überarbeitung. Sie sollten sich zum Tagesdienst einteilen lassen. Zu wenig Schlaf. Ich kenne die Symptome. Kopfschüttelnd stand der Nachtportier jetzt an dem von ihm geöffneten Fenster und starrte auf die Straße hinab. Es war genau das Fenster, von dem sich die Riesenfledermaus gelöst hatte. Aber er sagte jetzt keinen Ton mehr davon. Eine abermalige Entschuldigung murmelnd zog er sich zurück. Sie haben geträumt, Mister. Hier war niemand. Eine Fledermaus groß wie ein Mensch? Mann, das gibt es doch nur im Kino.
Ich hatte keinen Besuch von Graf Dracula und auch von keiner seiner Geliebten. Die Miene des Nachtportiers blieb ernst, als er sich mit einem stummen Kopfnicken verabschiedete. Ihm war nicht zum Lachen zumute. Kein menschliches Wesen kann an zwei Orten gleichzeitig existieren. Doch er kann. Ein Mann lebt zum zweiten Mal. Geboren in längst vergangener Zeit, zurückgekehrt, um die Mächte des Grauens zu bekämpfen und ihnen Einhalt zu gebieten. Björn Hellmark ist Makaber. Das Telefon läutete. Sollte es sich um jenes Gespräch handeln, auf das ich schon so lange wartete? Seit Wochen versuchte ich erfolglos, Kontakt zu Professor Dr. Bert Mertus aufzunehmen. Dieser war eine Koryphäe auf dem Gebiet alter Schriften und unbekannter Sprachen. Er hatte schon die schwierigsten Texte entziffert, die alle Wissenschaftler immer für unerforschbar gehalten hatten. Und ja, er war's. Endlich. Ich hätte mich schon früher bei Ihnen gemeldet, Mr. Hellmark, aber ich habe Ihren Brief und die Kopie mit den fremdartigen Schriftzügen erst gestern Abend ausgehändigt bekommen. Meiner Sekretärin ist ein Fehler unterlaufen, als sie ihren Brief auf einen Stoß von Post gelegt hat, der weniger wichtig war. Ich habe mich sofort damit beschäftigt. Ich sitze jetzt noch dabei. Inzwischen ist es 4 Uhr morgens. Ich nehme jedoch kaum an, dass ich Sie aus dem Bett geklingelt habe, Mr. Hellmark. Sie legen Wert darauf, mit mir ein persönliches Gespräch zu führen. Auch ich bin an einer Begegnung mit Ihnen interessiert. Wann und wo kann das stattfinden? Je eher es möglich ist, desto lieber ist mir das. Sie haben ein ganzes Buch mit dem alten Text gefunden, wie Sie mir geschrieben haben? Ja, so ist es. Gut, ich muss es sehen. Je eher, desto besser. Ich bin noch 3 Tage in New York. Danach muss ich nach Teheran. Können Sie sofort kommen? Ich erklärte mich bereit, umgehend in die Staaten zu kommen. Nachdem man über alle Einzelheiten gesprochen hatte, beendeten sie das Gespräch. Björn erhob sich nachdenklich und ging bis zur Schwelle der Terrasse, starrte in den gepflegten Park hinaus und hing seinen Gedanken nach. Al-Nafur hatte ihm erzählt, dass überall auf der Erde Menschen lebten, die Nachkommen der geretteten Rasse der Insel Xantilon wären. Sie mussten gefunden und vereint werden. Dazu berufen sei ein Nachkomme aus dem Geschlecht des toten Gottes. Al-Nafur hatte Andeutungen gemacht, dass er in Björn Hellmark den Nachkommen des toten Gottes zu erkennen glaube. Das Buch der Gesetze musste darüber Gewissheit bringen. Je mehr er über diese seltsamen Dinge nachdachte, desto unwirklicher und traumhafter kamen sie ihm vor. Er musste sich eingestehen, dass er sich überfordert fühlte. Gewiss gab es auf der Erde eine starke Sehnsucht nach Frieden und Eintracht. Aber waren die Mächte, die sich widersetzten, nicht stärker? Sie müssen besiegt werden. Sie dürfen keine zusätzliche Macht erhalten. Al-Nafur, du musst sie erkennen. Denn sie werden versuchen, auch dich zu beseitigen. Die Stimme erfüllte klar und deutlich mein Bewusstsein. Ich habe schon geglaubt, ich höre nie wieder von dir. Wir Geister sind zwar komische Gestalten, aber treulos sind wir auf keinen Fall. Du bist bis jetzt den richtigen Weg gegangen, ohne meine Hilfe. Ich kann zwar hin und wieder meinen Einfluss geltend machen, dich dadurch unterstützen, dass ich dir etwas mitteile, wovon ich Kenntnis erhalte. Aber das ist nicht immer der Fall. Meine Kontakte zu dir erfolgen von Fall zu Fall und müssen kurz sein. Die andere Seite darf nichts davon erfahren. Der gute Al-Nafur machte immer noch aus so vielen Dingen ein Geheimnis. Die andere Seite. Was genau musste ich darunter verstehen? Du hast Mertus gefunden. Ja, ganz recht. Das ist gut. Du musst wissen, was im Buch der Gesetze steht. Das Kapitel der Prophezeiungen ist äußerst wichtig für dich. Hoffentlich wird es Mertus gelingen, den Schlüssel zur Sprache unseres Volkes zu finden. Warum nennst du mir diesen Schlüssel nicht? Warum kann ich durch dich nicht erfahren, was in dem Buch steht? Das
überschritt meine Kompetenzen, Björn. Seine Stimme wurde schwächer, klang plötzlich wie von unendlich weit her. Al-Nafur hatte allergrößte Mühe, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Vorsicht! 1000 Abenteuer und 1000 Gefahren harren deiner. Jede Begegnung kann die letzte sein. Deine Gegner werden alle Mittel einsetzen, um dich daran zu hindern, dein Ziel zu erreichen. Trainiere deine Kräfte. Lerne, mit deinen Fähigkeiten umzugehen. Täusche sie. Konzentriere dich. Stärke deine Willenskraft und... Der Kontakt brach ab. Ich lauschte vergebens in mich, in der Hoffnung, dass sich Al-Nafurs Stimme noch einmal meldete. Francis Henderson war beim Morgengrauen schon wieder auf den Beinen. Er hatte die Nacht schlecht geschlafen und fühlte sich wie gerädert. Dennoch konnte er sich nicht dazu entschließen, sich noch einmal hinzulegen. Er duschte, kleidete sich an und begab sich dann zunächst zum Zimmer, wo Jennifer lag und schlief. Liegen und schlafen sollte, denn als er die Tür leise öffnete, um einen Blick auf das schlafende Kind zu werfen, fand er das Bett leer vor. Francis Henderson stand wie erstarrt da. Das war doch nicht möglich. Jenny ist ausgerissen, war sein erster Gedanke. Aber warum hatte sie das getan? Hatte er sie falsch behandelt? Er hatte sie weder ausgeschimpft noch mit einer Strafe gedroht. Francis Henderson ging in das Schlafzimmer, riss die Zudecke zur Seite, warf einen Blick unter das Bett, riss auch den Schrank auf. Keine Spur von Jennifer. Oh Jenny, wie kannst du mir so etwas antun? Mit harten Schritten stapfte er durch das Haus. Miss Simpson! Normalerweise nannte er die zum Inventar gehörende alte Haushälterin Mary. Wenn er Miss Simpson rief, war er entweder nervös oder er hatte etwas besonders Wichtiges mitzuteilen. Seine Stimme verhallte. Vergebens wartete er auf eine Antwort. Eine Gänsehaut lief über seinen Rücken. Er fing an, sich in seinem eigenen Haus zu fürchten. Dann riss er sich zusammen, stampfte die Treppenstufen hinauf und klopfte gegen die Tür, hinter der Mary Simpsons Unterkunft lag. Die Haushälterin gab keine Antwort. Francis Henderson betrat kurz entschlossen das Zimmer. Wie auch schon in Jennifers Zimmer unterließ er es auch hier, Licht anzuknipsen. Was er sehen wollte, sah er auch so. Das Bett war leer. Aber es war benutzt worden, das Bettzeug war zerwühlt. Mary Simpson hatte darin gelegen und nun war sie weg. Er stand vor dem leeren Bett und begriff gar nichts mehr. Der dunkle Fleck auf dem Kopfkissen entging ihm. Hätte er Licht gemacht, wäre ihm aufgefallen, dass es Blut war, das in das Kopfkissen gesickert war. Francis Henderson hielt es in seinem verlassenen Haus nicht länger aus. Er nahm eine Flinte aus dem Gewehrschrank, lud sie und ging hinaus. Er ging hinüber zu dem langen Anbau, der schräg neben den Ställen stand. Hier waren die Arbeiter untergebracht. Er öffnete lautlos die Tür und warf einen Blick in den Schlafsaal der Farmarbeiter. Alle vier waren anwesend. Einer wurde wach, reckte den Kopf in die Höhe und blinzelte zur Tür. Hallo? Ist der wer? Ich bin's, Joe. Ist was passiert, Boss? Brauchen Sie Hilfe? Psst! Alles okay. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr noch alle schlaft. Leg dich ruhig wieder aufs Ohr, Joe. Ich mache einen kleinen Morgenspazierritt. In einer knappen halben Stunde geht die Sonne auf. Dann seid ihr erst fertig. Joe wollte noch etwas sagen. Francis Henderson winkte ab und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Er fühlte sich alt, schwach und verbraucht. Er war entschlossen, seinen Gedanken durchzuführen, auch wenn ihm die Angst im Nacken saß. Alles hing mit der verfluchten Hütte von Rocks zusammen. Was Jennifer letzte Nacht auch immer gesagt haben mochte, es stimmte nicht. Sie hatte gelogen. Es gab Widersprüche. Jetzt fielen sie ihm auf. Sie hatte in der Hütte von Rocks Unterschlupf gesucht. So musste es gewesen sein. Und dort hatte der unheimliche Einsiedler, über den man sich haarsträubende Geschichten erzählte, sie verhext. Francis Henderson glaubte dies allen Ernstes. Thank you.
ein Schemen jagte er an den dicht belaubten Bäumen vorbei. Sein Reittier zerfetzte die wabernden Morgennebel, die vom feuchten Boden aufstiegen und alles hinter einem sich ständig bewegenden grauen Schleier versteckten. Knapp 100 Meter von seinem ursprünglichen Ziel entfernt, brachte der alte Mann den Fuchs zum Stehen. Er stieg ab, band das schnaubende Pferd an den nächsten Baumstamm. Dann ging er 10 Schritte zu Fuß weiter, das Gewehr im Anschlag wie ein Waldläufer, der eine Gefahr witterte. Er lief ganz dicht am Wegesrand und erreichte die Stelle, wo sie letzte Nacht mit den Pferden angehalten hatten. Nur wenige Schritte weiter entdeckte er am Abhang aufgewühlten Boden. Im Morgengrauen war zu erkennen, dass er offenbar aufgegraben und eine verhältnismäßig große Grube wieder zugeworfen worden war. Was er sah, raubte ihm den Atem. Er hatte nur ein wenig den Boden aufgescharrt und etwas Helles kam zum Vorschein. Rasch ging er in die Hocke, schob mit der bloßen Hand weitere Erde, Gras und Moosbüschel weg. Sindbad. Das dunkle, verschmutzte Fell eines Hinterbeins lag vor ihm. Irgendwer hatte das tote Pferd hier vergraben. Die Dinge wurden immer rätselhafter. Francis Henderson erhob sich und schlich auf das düstere Haus des geheimnisumwitterten Einsiedlers zu. Nanu, Mr. Henderson, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Oh, Sie sind nicht im Haus? Nein, wie Sie sehen. Sie wollten zu mir? Ja. Und was verschafft mir die Ehre, Mr. Henderson? Ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen Jennifer. Was haben Sie mit ihr gemacht? Jennifer? Wer soll das sein? Mein Enkelkind. Sie war letzte Nacht hier oben. Ich habe den Verdacht, dass sie sich in ihrem Haus aufhielt, um das Ende des Regens abzuwarten. Nun gut, sehen wir nach, ob sie noch da ist. Ich fürchte, sie ist zurückgekommen und hat noch jemanden mitgebracht. Sie müssen entschuldigen, Mr. Henderson. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wie Sie sehen, komme ich gerade von einer Reise zurück. Ich bin heute Morgen mit dem ersten Zug von Birmingham weggefahren und von Carbon Hill aus bin ich bis jetzt zu Fuß über den Berg gegangen. Mit diesen Worten ging Rox an dem alten Farmer vorbei auf die Tür seines Hauses zu, legte die Hand auf die Klinke und öffnete die Tür. Ich warne Sie, Rox. Führen Sie mich nicht an der Nase herum. Wenn Sie die geringste Bewegung machen, die mir nicht passt, schieße ich Sie nieder. Man erzählt sich, dass noch keiner der Bewohner dieser Umgebung die Schwelle ihres Hauses übertreten hat. Man erzählt sich auch, dass jeder, der hineingegangen ist, nicht wieder herauskam. Ob das nun eine Legende oder Wahrheit ist, ich werde wieder lebend herauskommen. Und Sie werden mir alles erzählen, was Sie über Jennifer wissen. Ich verspreche Ihnen, Mr. Henderson, dass Sie mein Haus wieder lebend verlassen. Dumpfe, verbrauchte Luft schlug ihnen entgegen. Rox ging durch den einfachen Wohnraum und zündete die Petroleumleuchte an. Henderson sah sich mit scheuen Blicken um. Kommen Sie ruhig näher. Sehen Sie nach, ob Ihr Enkelkind hier ist. Wer hat das Pferd vergraben? Francis Henderson berichtete, wie und wo er Sindbad gefunden hatte, sah, wie Rox nur die Achseln zuckte. Er fühlte sich unwohl in seiner Haut, als er durch das Haus ging. Mehrmals rief er Jennifers Namen. Seine Stimme verhallte geisterhaft im Haus des Einsiedlers. Eine Antwort, auf die er hoffte, blieb aus. So, hier oben ist sie nicht. Gehen wir in den Keller. Ich nehme an, Sie finden dort das, was Sie suchen. Sie wissen also doch Bescheid. Jennifer ist also bei Ihnen. Und Sie waren nicht die ganze Nacht weg von hier. Die letzte Frage zuerst, Mr. Henderson. Ich war weg. Zu Ihrer ersten Frage. Ich vermute, dass das Mädchen, das Sie suchen, tatsächlich hier ist. Warum ist sie wieder hierher zurückgekommen? Warum haben Sie sie dazu gezwungen? Das Gewehr in Francis Hendersons Hand zitterte. Es liegt in der Natur der Dinge. Aber kommen Sie, folgen Sie mir. Sie hatte den Mut, in mein Haus zu kommen. Bringen Sie ihn auch auf, mit mir in den Felsenkeller zu gehen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, drehte sich Rox um und ging in den Raum, wo der mächtige präparierte Kopf des Bisons hing, vor dem sich Jennifer Henderson am Abend zuvor so furchtbar erschrocken hatte. Wortlos streckte Rox seine Hand aus und drückte das linke Auge des präparierten Schädels hinein. Lautlos schwang die Wand, an der der Kopf hing, nach innen. Ein schmaler Geheimgang lag vor ihnen.
Der Eingang ins Unbekannte war so eng, dass nur eine Person hindurchgehen konnte. Rox bückte sich. Es knackte. Eine Falltür rastete ein. Der rätselhafte Bewohner des Hauses verschwand in der Tiefe. Er hielt die brennende Petroleumlampe über seinen Kopf. Deutlich sah Francis Henderson den quadratischen Schacht, der in den Keller führte. Folgen Sie mir. Sein Kopf verschwand in der Versenkung. Misstrauisch kam Henderson in die Nische, starrte in den Schacht. Das zuckende, unruhige Licht tanzte in der Glaskugel der Lampe. Francis Henderson presste die Lippen zusammen, hielt das Gewehr nach unten gerichtet und begann dann ebenfalls mit dem Abstieg. Es war eine eiserne Leiter, die fast senkrecht in die Tiefe führte. Francis Henderson wusste, dass er trotz des geladenen und entsicherten Gewehres während der Zeit des Abstiegs schutzlos war. Wenn Roxas auf einen Ausfallversuch ankommen ließ, ging er dabei nicht einmal ein Risiko ein. Rox brauchte Henderson nur an einem Bein herabzuziehen. Er würde auf der steil stehenden Leiter das Gleichgewicht verlieren. Aber Rox unternahm nichts. Im Gegenteil. Er leuchtete sogar noch nach oben, als er festen Boden unter den Füßen hatte, um Francis Henderson den Abstieg zu erleichtern. Die feuchten, nackten und schartigen Wände puren Felsens umgaben sie. Wir sind da. Der Farmer hielt den Atem an. Wenn Rox wollte, konnte er Francis Henderson hier unten spurlos verschwinden lassen, ohne dass man jemals über sein Schicksal Aufklärung erhalten würde. Vielleicht finden Sie hier, was Sie suchen, Mr. Henderson. In den Wänden gab es herausgeschlagene Nischen, sodass das Innere des Kellers etwas Katakombenähnliches bekam. In den Nischen lagen Menschen. Frauen. Bleiche, reglose Körper. Wie in Trance ging Francis Henderson auf die vorderste Nische zu. Er stand vor einer jungen, blonden Frau. Es war Susie Ames. Sie atmete nicht. Ihre Augen waren geschlossen. Die Wangenknochen standen spitz ab. Sie war bleich wie der leibhaftige Tod. Was soll das? Er brachte es nicht fertig, seinen Blick von der leblosen jungen Frau zu nehmen, die in ihrer Unterwäsche auf dem eiskalten, nackten Felsenstein lag. Sie haben sie ermordet! Wollen Sie mir damit vor Augen halten, was aus Jennifer geworden ist? Diese Frau ist nicht tot. Nicht so jedenfalls, was man normalerweise darunter versteht. Er kam zwei Schritte nach vorn. Blitzschnell griff er an die blutleeren Lippen von Susie Ames und schob sie mit spitzen Fingern in die Höhe. Sie ist ein Vampir, eine Untote. Francis Henderson wich mit einem leisen Gurgeln zurück. Zwei lange, spitze Eckzähne überragten die Unterlippe. Sie sind alle so. Tagsüber sind sie tot, aber nachts erwachen sie zum Leben. Dann verwandeln sie sich in riesige Fledermäuse und verlassen das Haus, um sich ihre Nahrung zu holen. Blut. Menschenblut. Francis Hendersons Blick irrte in der finsteren Schreckenskammer umher. 10? 12? Von einer Nische zur anderen eilend, murmelte er die Zahl vor sich hin. Ein furchtbarer Verdacht stieg in ihm auf. Und dann wurde der bestätigt. Auch Jennifer war eine Untote. Die 12-Jährige lag in der vorletzten Felsennische. In der letzten lag Mary Simpson. Jennifer hat sie mitgebracht. Jennifer ist ein Vampir. Sie hat auch bei Mary Simpson das Mal des Vampirs auf deren Hals hinterlassen. Sie müssen hier unten sein. Sie müssen sich vor dem Sonnenlicht schützen. Hier sind sie sicher, bis die Nacht kommt. Heute sind es noch 12 Helferinnen, die mir zur Seite stehen. Morgen werden es 20 oder 30 sein. In 4, 5 Tagen 10-mal so viel. Ganz Carbon Hill wird mir gehören. Von hier aus werden meine Töterinnen weite Landstriche erobern. Die Zeit ist reif. Der Angriff auf die menschliche Gesellschaft steht unmittelbar bevor. Satans Herrschaft auf der Erde kündigt sich an. Sie sind wahnsinnig. Es ist gestern Abend während meiner Abwesenheit einiges passiert, was ich nicht kontrollieren konnte. Aber das ist auch nicht mehr nötig. Die Dinge laufen von selbst. Gehen Sie die Leiter hoch. Ihr Auftritt hier unten ist beendet. Sie haben gesehen, was Sie sehen wollten. Das verstehe ich nicht. Was verstehen Sie nicht? Sie waren nicht da und doch wissen Sie alles? Marillas Kristall. Er zeigt mir alle Gefahren auf, die mich erwarten.
So kann ich Ihnen rechtzeitig begegnen. Marillas Kristall? Sie war verschrien als Hexe. Anfangs, als sie um die 30 herum war, kamen sogar hin und wieder heimlich ein paar Frauen aus den umliegenden Ortschaften und wollten von ihr die Zukunft erfahren. Sie brachten Naturalien, Fleisch, Gemüse und bezahlten damit meine Mutter. Und was Marilla aus ihrem Kristall las, erfüllte sich. Eines Tages erwartete Marilla ein Kind. Da wurde es selbst denen unheimlich, die sie bisher noch geduldet und hin und wieder aufgesucht hatten. Dieses Kind konnte nur vom Satan sein. Marilla lebte allein. Es gab keinen Mann im Haus, und die Männer der umliegenden Ortschaften ließen sich mit ihr nicht ein. Das Kind, das geboren wurde, war ich. Ich hatte nie einen Vater, Mr. Henderson, auch das ist wahr. Auf welche Weise aber wurde Marilla schwanger? Es ist ein Geheimnis, das sie mit in ihr Grab genommen hat, aus dem sie manchmal zu mir spricht. Aus dem Grab? Der Aufenthalt im Hexenhaus wurde immer mehr zum Albtraum. Erst die Felsenhalle der Vampire, dann Jenny. Mein Gott, Jenny, ihr musste doch geholfen werden. Geben Sie sie frei, Rox. Ich bitte Sie darum. Was hätten Sie davon, Mr. Henderson? Sie ist nicht mehr Ihr Enkelkind. Sie ist jetzt eine Sklavin, die wie alle anderen auch meinem Willen untersteht. Auch Sie sind infiziert, Mr. Henderson. Als Jennifer in der Nacht durch das Haus streifte, hat sie auch bei Ihnen Blut gesaugt. Hier sehen Sie selbst. Mit diesen Worten reichte Rox dem Alten einen Spiegel, den er von der Wand nahm. Francis Henderson betrachtete sich darin. Am Hals seines verschwommenen, sichtbaren Abbildes fand der Alte die Bisswunde, das Zeichen des Vampirs. Deshalb fühlen Sie sich schlapp. Jennifer und Mary Simpson haben von ihrem Blut getrunken. Aber warum liege ich nicht da unten, wie die anderen? Es sind nur Frauen. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Sie werden Vampire, Töterinnen, Untote, wie immer man es auch bezeichnen mag. Sie gehen auf Jagd, immer wenn die neue Nacht anbricht. Frauen, die das Mal des Vampirs tragen, werden zu Soldaten meiner kleinen Armee. Männer aber werden sterben, sobald der neue Tag anbricht. Das Sonnenlicht löscht sie aus. Francis Henderson wollte noch etwas sagen. Da erkannte er die Tragweite dessen, was Rox sagte. Er hatte sich während des Gespräches immer mehr zur Tür vorgeschoben. Er stand jetzt direkt daneben. Sie können gehen. Nein! Tageslicht fiel in das Innere der dumpfen Hütte. Francis Henderson nahm seine ganze Kraft zusammen und wollte sich zur Seite werfen, suchte den Schatten, um sich zu schützen. Wie ein Dampfhammer stieß Howard Rox Rechte nach vorn und warf ihn auf die Tür zu. Ich habe doch gesagt, dass Sie lebend die Schwelle meines Hauses verlassen und ich pflege meine Versprechen einzuhalten. Mit einem Fuß stolperte Francis Henderson über die Schwelle. Ein Sonnenstrahl traf ihn. Er erlitt das Schicksal der Untoten. Ein Gurgeln entrang sich seinen Lippen. Es knisterte und ächzte in seinem Körper, als würde etwas in ihm zerbrechen. Seine Haut wurde plötzlich hart wie ein Panzer. Risse und Sprünge liefen darüber hinweg. In 3 Sekunden ereignete sich das, was normalerweise nach dem Eintritt des Todes Jahre brauchte. Francis Henderson zerfiel in winzig kleine Staubpartikel. Von einem Moment zum anderen. Rox stieß mit dem Fuß in das kleine Aschehäuflein, das von Francis Henderson übrig geblieben war. Der Staub wehte davon, blieb an feuchten Grasbüscheln und auf den Baumstämmen hängen. Rox zog die Tür hinter sich ins Schloss und ging den Pfad zurück zu der Stelle, wo der Fuchs stand, mit dem der alte Farmer den Berg hochgeritten war. Er hob Francis Hendersons Gewehr, das er mitgebracht hatte, presste die Mündung des Laufs an den Schädel des Tieres und drückte ab. Rox kehrte mit dem Sattelzeug und dem Gewehr in sein Haus zurück, wo er alles in seinem geheimen Felsenkeller versteckte. Die Nebel draußen verschwanden, die Sonne gewann mehr und mehr Kraft und die Landschaft rundum machte einen friedlichen und heiteren Eindruck. Mit den Schatten der Nacht verlor sich das Unheimliche, das Bedrückende und wäre jetzt ein uneingeweihter Spaziergänger hierher gekommen, er hätte das Makabre, das erst 1 Stunde zurücklag, nicht glauben können.
Nach dem Frühstück zog er sich in die umfangreiche Bibliothek zurück und studierte in den abgegriffenen und modrig riechenden Büchern, die seine Mutter bereits besessen und ihm hinterlassen hatte. Auch jetzt ließ er die Fensterläden noch geschlossen. Wie seine Geschöpfe, so fühlte auch er sich am wohlsten im Schatten. Plötzlich erhob er sich. Er ging zu dem massigen Bücherschrank, nahm einen speckigen Folianten heraus und drückte auf einen kleinen, aus der Wand ragenden Hebel. Die Holzwand neben dem Schrank glitt auseinander und gab einen quadratischen Wandtresor frei, in dem es einen mit schwarzem Tuch abgedeckten ovalen Behälter gab. Vorsichtig, als trüge er eine Kostbarkeit, nahm Howard Rocks den Behälter heraus, stellte ihn auf den Tisch und zog das schwarze Tuch herunter. Unter einer gläsernen Kuppel befand sich ein kopfgroßer Stein, der wie ein Laib Brot aufgeschnitten war. Unter der rauen, grauen und krustigen Oberschicht enthüllte sich streifenförmig das rote Innere des seltsamen Steins. Der rote, glasartige Kern glühte in einem geheimnisvollen Licht, als wäre der Stein von innen beleuchtet. Deutlich waren die verschiedenfarbigen roten Ringe zu sehen, die zur Mitte hin immer dunkler und glühender wurden. Seine Umgebung versank. Sein Blickwinkel veränderte sich. Er nahm alles verzerrt, vergrößert und intensiver wahr, als hätte er eine Droge genommen. In diesem Moment schlug sein Bewusstsein um. Er wurde Miriah, sah mit ihren Augen, empfand mit ihren Sinnen. Miriah verfügte über seltsame Anlagen und Talente. Schon als kleines Kind griff sie die Erwachsenen an, beschimpfte und bespuckte sie. In der Kirche war sie einmal auf den Altar zugerannt und hatte dem Priester einen Stoß in den Rücken gegeben, sodass der arme Mann gestürzt war. Zum ersten Mal zeigten sich die Dämonen. Aber sie waren nicht immer körperlich sichtbar. Oft waren auch nur ihre Werke zu erkennen. War Miriah irgendwo zu Besuch, dann wackelten die Lampen, Glühbirnen zersprangen und seltsames Rumoren erfüllte das Haus. Man sperrte sie ein, beobachtete sie. Ärzte und Psychiater, Priester und Erzieher. Sie entkam. Mit 17 tauchte sie dann für immer unter. Irgendwo in einer Berghöhle, hunderte von Meilen von jeder menschlichen Siedlung entfernt, suchte sie Unterschlupf. Hier ernährte sie sich von Wurzeln und Kräutern, von Fischen und wilden Kaninchen. Sie streunte durch das Land, bis sie an jene Stelle kam, wo ihr der Fürst der Dämonen erschien. Und diesen Augenblick, den Moment dieser Begegnung, erlebte Howard Rocks mit. Nebel und Dämpfe stiegen auf. Schatten formierten sich zu schrecklichen Fratzen an den bizarren, zerklüfteten, steilen Wänden. Miriah Rocks stand mit lächelndem Gesicht vor dem rotglühenden Trichter. Sie war jung, verführerisch, eine Augenweide für jeden Mann. Aber sie war eine Hexe. Auserwählt, anderen Schaden zuzufügen und Böses zu tun. Mit Donnergetöse brach die Erde auf. Am Fuße des gigantischen Trichters erhob sich etwas. Es war ein Dämon. Der Titan schien ein Teil des Berges zu sein. Sein Körper war den Steinen und Felsen gleich. Seine gewaltigen Arme waren kantig und grau, wie der Schuppenpanzer einer urwelthaften Echse. Sein riesiges, furchterregendes Gesicht schob sich aus dem glosenden Schlund, kam wie eine Rakete in die Höhe, füllte den gesamten Hintergrund des Berges aus. Ich bin Vatu. Ich habe dich in deinen Träumen gerufen und du bist gekommen. Du bist eine gute und treue Dienerin, Mirella. Das soll belohnt werden. Aus der Tiefe meines Reiches bringe ich dir ein Geschenk mit. Es ist der Stein der Wahrheit. Er wird dir alle Zeit den Weg zeigen, den du gehen sollst. Er wird dir aufzeigen, wen du fürchten musst. Er wird über dein Leben hinaus mit dir verbunden sein. Dein Geist wird alle Zeit in diesen Steinen gefangen sein. Du darfst ihn jedoch niemals an einen Menschen weitergeben, Mirella. Diese Bedingung musst du erfüllen. Diese Bedingung werde ich erfüllen. Vantu, der Dämon aus der Tiefe, reichte ihr den Stein, den sie mit beiden Händen entgegennahm. Nebelschwaden verdichteten sich. Der Riese sank in sich zusammen, wurde winzig klein, löste sich auf. Für einen Augenblick verschwand der bizarre, gespenstische Hintergrund und Howard Rocks empfand die Umgebung seiner Behausung.
Doch der Eindruck währte nur den Bruchteil einer Sekunde. Das Innere des Steins fing erneut zu leben an. Aus dem roten Nebel schälte sich ein Gesicht. Es war Maria, die Hexe. Ihr böser Geist, der überall im Haus zu lauern schien, der jedem Gegenstand anhaftete, den sie einmal in der Hand gehabt hatte, war hier auf ein Höchstmaß konzentriert. Hüte dich vor einem Mann namens Mertus, Professor Bert Mertus. Mertus, Mutter? Ich habe den Namen nie gehört. Warum muss ich mich vor ihm in Acht nehmen? Mertus wird mit einem Mann namens Björn Hellmark zusammentreffen. Letzterer besitzt ein Buch, in dem die Geheimnisse der Vergangenheit stehen. Mertus soll versuchen, den fremden Text zu entziffern. Es wird Veränderungen geben, mein Sohn. Große Veränderungen, wenn nichts geschieht. Wo kann ich Mertus finden, Mutter? Ich sehe eine große Stadt. Sie ist sehr, sehr groß. Viele hohe Häuser, Wolkenkratzer. New York. Keine Bestätigung, keine Verneinung. Maria lieferte keine fertigen Lösungen. Man musste aufpassen, mitdenken. Die Umrisse des Gesichts lösten sich auf. Maria verschwand. Der Bann fiel von ihm ab. Professor Mertus, dann werde ich dafür sorgen, dass es erst gar nicht zum Zusammentreffen zwischen ihm und diesem Hellmark kommt. Björn Hellmark kam am späten Nachmittag auf dem Kennedy Airport in New York an. Sofort nach der Abfertigung und der Erledigung der Zollformalitäten, die er über alles hasste, weil er der Ansicht war, dass Grenzen ein Übel und weltfremd waren, ließ er sich mit dem Taxi zum Ambassador fahren. Dort machte er sich frisch und ging dann in das Restaurant, um etwas zu essen. Um die frühe Abendstunde war hier noch nicht sehr viel los. In dem großen, gemütlich eingerichteten Speiseraum des Hotels waren erst wenige Gäste anwesend. Björn wählte einen Eckplatz. Von hier aus hatte er einen vorzüglichen Überblick über den Saal. Zwei Tische von mir entfernt saß eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Frauen war frappierend. Die eine war die um 30 Jahre jüngere Ausgabe der anderen. Die ältere war etwa Anfang 50. Ich ließ mir die Karte bringen, bestellte einen Gin Fizz und begann in aller Ruhe die Speisekarte zu studieren. Im Ambassador stets eine lohnende Lektüre. Die beiden Frauen blickten immer noch zu mir herüber. Ich spitzte die Ohren. Er sieht gut aus. Ein Mann, der mir gefallen würde. Der Ober brachte den Gin Fizz. Ich hob das Glas und prostete den beiden Frauen zu. Auf das Wohl der beiden Damen. Mutter und Tochter sahen sich an. Die Wangen der Jüngeren wurden rot. Sie war höchstens 20. Ein wohlproportioniertes Wesen mit Kirschenaugen, Seidenwimpern und dichtem langen Haar. Ihre Lippen flüsterten ein leises Cheerio, als auch sie das Glas hob, in dem ein rassiger Sherry funkelte. Langsam löste sie den Rand des Trinkglases von ihren feucht schimmernden Lippen und ihr halb geöffneter Mund verblieb 2 Sekunden lang scheinbar gedankenverloren am Glas. Dann erst setzte sie es ab. Just in diesem Moment erklang über die Rufanlage eine ölige Stimme. Telefongespräch für Mr. Hellmark. Wer hatte jetzt den Wunsch, mich zu sprechen? Wahrscheinlich Carminia. Ich ging in die Zelle, schloss die schallgedämpfte Glastür hinter mir und nahm den Hörer ab. Hallo, Schoko. Hallo, Mr. Hellmark. Sind Sie es? Entschuldigen Sie, Sir. Ja, hier ist Hellmark. Ich dachte, meine Freundin sei am Apparat. Die kommt auf solche spontanen Ideen, um meine Treue zu testen. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, von Ihnen zu hören. Wir hatten eine genaue Terminabsprache. Ist etwas dazwischen gekommen? Ich kann nicht kommen. Es geht mir nicht gut. Das tut mir sehr leid. Ein plötzliches Nervenfieber. Der Arzt hat mir strengstens untersagt, das Haus zu verlassen. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Ich werde mich auf jeden Fall noch die nächsten beiden Tage in New York aufhalten. Hier im Ambassador. Sollte es Ihnen dann unerwartet besser gehen? Würde es Ihnen etwas ausmachen, hierher zu kommen? Noch heute Abend? Natürlich nicht. Aber ob das angebracht wäre, bei Ihrem Zustand? Sie wissen, wie die Ärzte sind. Man hat mir lediglich verboten, das Haus zu verlassen.
Kein Mensch hat aber gesagt, dass ich keinen Besuch empfangen darf. Sie würden mir eine Freude damit machen, wenn Sie kämen. Je früher wir uns sehen, desto besser. Björn kniff die Augen zusammen. In der Stimme des Professors war ein Unterton, der ihn aufhorchen ließ. Er war offensichtlich nervös, obwohl er sich bemühte, sich das nicht anmerken zu lassen. Björn erklärte sich schließlich bereit, Mertus Bitte zu folgen. Er bat kurz darauf den Portier, im Flugplan nachzusehen, wann die nächste Maschine nach Atlanta startete und ein Ticket für ihn zu buchen. Björn bezahlte sein Apartment für 3 Tage im Voraus, packte seine 7 Sachen, beschränkte sich auf das Notwendigste, was er in Atlanta brauchte, und ließ sich ein Taxi kommen. Das alles war innerhalb weniger Minuten erledigt. Seine überraschende Abreise blieb auch von Mutter und Tochter nicht unbemerkt. Scheinbar zufällig waren sie nach dem beendeten Telefongespräch in die Halle hinausgegangen und hatten sich hier hingesetzt. Dabei war ihnen auch das Gespräch zwischen Björn Hellmark und dem Portier nicht entgangen. Als Björn jetzt mit nur einer Reisetasche durch die Halle kam, sah er die beiden Frauen in den ausladenden Sesseln sitzen. Die Jüngere blätterte gelangweilt in einem Magazin, war mit ihren Gedanken jedoch ganz woanders. Die Beine übereinander geschlagen, leicht zurückgelehnt, bot sie einen reizvollen Anblick. Sie wollen uns schon wieder verlassen. Hoffentlich keine unangenehme Nachricht. Zum Glück nicht. Ich bin nur für ein paar Tage weg. Wie schade. Ich habe mich schon darauf gefreut, mit Ihnen ein wenig zu plaudern. Es ist langweilig hier im Hotel. In New York gibt es tausende Zerstreuungen. Kino, Theater, Restaurants, Kabarett. Ich könnte Ihnen eine Menge davon erzählen und zeigen. Leider drängt meine Zeit. Ich muss meine Maschine nach Atlanta erreichen. Ich habe mir den Abend auch ruhiger und erholsamer vorgestellt. Aber Sie kommen ja wieder. Vielleicht können wir dann auf Ihr Angebot, uns New York zu zeigen, zurückgreifen? Gern. Es wird mir ein Vergnügen sein. Er nickte noch einmal zum Abschied und ging hinaus. Der Hotelboy riss die Glastür auf. Draußen stand schon ein Taxi. Auch hier war schon die Tür geöffnet. Zum Flugplatz, aber rasch. Ich muss die 18:45 nach Atlanta noch kriegen. Der Fahrer nickte. Björn warf einen Blick zur Seite. Hinter dem Glasportal stand die Tochter, blickte ihm vielsagend nach. Sie hob die Hand, winkte leicht. Donnerwetter, sowas lassen Sie hier allein zurück? Das ist ja sträflicher Leichtsinn. Ich weiß, aber es geht nicht anders. Die Geschäfte gehen wohl vor, wie? Ist manchmal so. Wenn ich allerdings das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann, tue ich das, wo immer sich mir die Gelegenheit bietet. Aber ich komme ja wieder. Wenigstens ein Trost. Da wird sie sich aber freuen. Der Kerl war wirklich unersättlich. Verdammt neugierig noch dazu. Und seine Neugier wurde fast schon peinlich. Er schien das wohl für eine Art besonderen Kundendienst zu halten. Er wusste eine Menge zu erzählen. Über das Liebesleben von Männern und Frauen, die er während seines 22-jährigen Daseins als Taxifahrer schon kutschiert hatte. Ich schloss die Augen und versuchte, das Gehörte sofort wieder zu vergessen. Trotz seiner Erzählwut fuhr der Fahrer einen ausgezeichneten Stil. Die Reifen quietschten, wenn er um die Ecke kurvte. Mehr als einmal ignorierte er eine rote Ampel. Der Mann steuerte seinen Wagen nicht zum ersten Mal so durch New York. Er kannte die besten Abkürzungen und freute sich, wenn er wieder mal ein paar Sekunden herausgeschunden hatte. Sie hetzen uns noch die Polizei auf den Hals. Ach, Ivo. Um diese Zeit tut von denen doch keiner mehr was. Die sind doch froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Hier in den Straßen fährt kein Schwein Streife. Die haben ihre Kutschen alle in den Nebenstraßen stehen, wo es Bars und Lokale gibt, wo die Mädchen an den Straßenecken stehen. Wenn's dunkel wird, haben die doch mehr davon, wenn sie dort rumkurven. Da ist was los, da gibt's was zu sehen. Das ist denen doch mehr wert als ein Strafmandat von einem armen Taxifahrer. Nee, Mister, Sie kennen New York nicht. Sie haben keine Ahnung, was wirklich hier los ist. Alles korrupt. Alles bestochen. Und das muss man ausnutzen. Die Kerle haben doch auch nur noch die Weiber im Sinn. Kaum sehen sie einen kurzen Rock, ein paar stramme Beine, machen sie sich einen Jux draus und lassen sich von dem Mädchen den Pass zeigen, damit sie Gelegenheit haben, irgendwann mal anzuklopfen. Die Burschen sind doch alles sexbesessen. Glauben Sie mir das, Mister? Na, er musste es wissen. Auch auf dem Flughafen ging es in der gleichen Hektik weiter. Die Maschine stand schon startbereit. Alle Passagiere befanden sich längst an Bord. Ich jagte über das Flugfeld auf die bereitstehende Maschine zu. Kaum, dass ich meinen Platz eingenommen hatte, wurde der Flug zum Start freigegeben. Die Stewardess kam auf mich zu. Ich hatte nur einen Wunsch. Einen Whisky bitte, einen doppelstöckigen. Es war spät, als die Maschine in Atlanta landete. Aber noch nicht zu spät, Bert Mertus aufzusuchen.
Ich bestieg ein Taxi. Im ersten Moment wusste der Fahrer nicht, wo die Straße lag, die Mertos angegeben hatte. Doch dann nickte er. Er lachte und fuhr los. Diese Fahrt verlief zum Glück ruhiger. Während der gut eine halbe Stunde dauernden Fahrt wechselten wir keine 5 Sätze. Das Land wurde flacher, die Straße dafür umso schlechter. Links und rechts erhoben sich ein paar vereinzelte Bäume. Dann abseits vom Weg ein ebenso uraltes Haus. Zweistöckig. Hinter den Fenstern im Parterre brannte Licht. Nummer 17. Ich war also richtig. Ich zahlte, griff nach meiner Reisetasche und verabschiedete mich. Das Motorengeräusch hatte den Bewohner des Backsteinhauses bereits alarmiert. Ein Vorhang wurde zurückgezogen. Ein dunkles Gesicht erschien an der Scheibe. Noch ehe ich die altmodische Glocke betätigen konnte, wurde die Tür zum Haus bereits geöffnet. Mr. Hellmark, dass Sie sich wirklich noch auf den Weg gemacht haben, finde ich großartig. Im Licht wirkte Professor Mertos graues Haar weiß. Er hatte eine kräftige Nase und ein energisches Kinn. Der Professor schloss die Tür zweimal ab und legte eine Sicherheitskette vor. Hier muss man aufpassen. Die Zeiten haben sich geändert, Mr. Hellmark. Allerlei lichtscheues Gesindel treibt sich hier rum. Man muss als alter Mann Angst haben, allein einen Spaziergang zu machen. Aber Sie sind aus anderem Holz geschnitzt. Das sehe ich Ihnen an. Freut mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Der Professor ging in das große Zimmer. Es war ausgestattet, wie man es sich bei einem Gelehrten nicht anders vorstellte. An den Wänden Karten und Pläne. Auf einem breiten Regal standen zusammengestückelte Tonvasen. Das Buch, Mr. Hellmark. Sie haben das Buch dabei? Ja, natürlich. Um auf die Kopie zu kommen, Professor, kamen Sie damit zurecht? Glauben Sie, dass es möglich ist, große Teile eines umfangreichen Textes zu entziffern und zu übersetzen? Ich bin überzeugt davon. Sie wurden richtig beraten, als man Sie an mich verwies. Es gibt eine Tafel aus einem unbekannten Metall, auf der ich verwandte, sehr ähnliche Schriftzeichen entdeckte und katalogisiert habe. Diese Tafel ist niemandem bekannt, außer mir. Darf ich das Buch sehen, Mr. Hellmark? Ich öffnete meine Reisetasche. Darin befand sich außer einer Anzahl persönlicher Utensilien eine flache Plastikbox. Ich nahm sie heraus und öffnete sie. In ihr lag das Buch. Ich reichte es dem Professor. Ehrfürchtig nahm Bert Mertos das kostbare Exemplar in die Hand und ging zum Tisch. Ich folgte ihm. Es ist kein Papier oder ein uns sonst bekannter Stoff. Eine Metallfolie. Dieses Buch sieht aus, als wäre es erst vor kurzem hergestellt worden. Er tastete die großen, klobigen Zeichen ab, die den Umschlag zierten. Gesetze, Hinweise, Propheten. Dies ist das Symbol dafür, dass ich diesen Moment erleben darf. Ich habe mein Leben lang Tausende von Tonplatten studiert. Dabei stieß ich auf erstaunliche Dinge. Ich bin der Ansicht, dass viele Elemente in der Sprache der alten Griechen beispielsweise und auch in ihrer Kultur eindeutig nicht auf die eigene griechische Entwicklung zurückgehen. Die Einflüsse kamen von einem anderen Volk, das älter, erfahrener und noch klüger und fortgeschrittener gewesen ist. Erzählen Sie mir erst mal, wie und auf welche Weise Sie in den Besitz dieses Buches gelangt sind. Wie Sie es gefunden oder erstanden haben und... Das sprengt den Rahmen unserer Vereinbarung, Professor. Ruckartig warf ich den Kopf hoch. In dem mit einem schweren weinroten Vorhang versehenen Durchlass stand eine Gestalt. Sie haben Besuch, Professor Mertos? Ihr Arzt? Es tut mir leid, Mr. Hellmark. Ich habe Sie hintergangen. Hintergehen müssen. Das Buch. Der Fremde kam näher. In seiner Rechten hielt er ein Gewehr. Zurück an die Wand. Und keine Bewegung. Mit einem raschen Blick vergewisserte ich mich, welche Chance ich hätte, wenn ich einen Angriff riskierte. Nämlich keine. Er stand am späten Nachmittag plötzlich vor der Tür. Auf irgendeine unerklärliche Weise war er von ihrer Ankunft und von der Existenz des Buches unterrichtet. Er bedrohte Anne, meine Sekretärin, die ihm geöffnet hatte. Er wollte sie erschießen, wenn ich nicht auf seine Bedingungen einginge. Er zwang mich, sie hierher zu lotsen.
Als ich Sie kommen hörte, spielte ich noch mit dem Gedanken, Sie zu warnen, Mr. Hallmark. Aber als ich Ihnen dann an der Tür gegenüberstand, hat mich der Mut verlassen. Ich wusste einen in seiner Gewalt. Bitte verzeihen Sie mir. Sie haben richtig gehandelt, Professor. Ein Menschenleben stand auf dem Spiel. Hoffen wir nur, dass er sich an die Regeln gehalten und Ihrer Sekretärin kein Haar gekrümmt hat. Ich bin ein Gentleman, Mr. Hallmark. Ich tue keiner Dame etwas zuleide. Rox grinste teuflisch. Sie haben sie getötet. Er wollte sich auf Rox stürzen. Das Gewehr ruckte in die Höhe. Ich riss den alten Mann zurück. Aber wirklich, Sie sehen die Dinge im falschen Licht. Warum sollte ich Sie töten? Ich habe eine bessere Verwendung für Sie. Ich habe ihr Freiheit und Unsterblichkeit geschenkt. Howard Rox stand jetzt am Tisch. Sein Blick war 3 Sekunden lang nicht auf seine Gefangenen, sondern auf das goldschimmernde Buch gerichtet. Das war meine Chance. Ich warf mich nach vorn. Der Angriff kam für Rox überraschend. Er wurde zur Seite geschleudert. Der Arm, der das Gewehr hielt, flog hoch. Ein Schuss löste sich. Die Kugel klatschte in die Decke. Verputzt bröckelte ab. Kalk spritzte durch den Raum. Ich verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Er flog 1 Meter zurück. Ich ergriff sein Gewehr. Großartig, Mr. Hallmark. Den Burschen haben Sie es gezeigt. Ich werde sofort nachsehen, wie es Anne geht. Bemühen Sie sich nicht. Sie wird von selbst kommen. Sie und noch andere. Seine Augen funkelten mich böse an. Das werden Sie mir büßen, Hallmark. Noch haben Sie nicht gewonnen. Er stieß einen gellenden Pfiff aus. Die auf ihn gerichtete Schusswaffe schien ihn nur bedingt einzuschüchtern. Im Haus erklangen Geräusche. Tapsende, eilige Schritte. Ein Schatten tauchte am Durchlass neben dem Vorhang auf. Der Vorhang bewegte sich. Eine Gestalt aus einem Albtraum stand vor uns. Es war eine Frau. Langbeinig, hellhäutig, gut gebaut. Aber von ihrem Kopf war nur die untere Hälfte menschlich. Von der Nase abwärts war dieses unglückliche Geschöpf eine Fledermaus. Riesige, lederartige Flügel wuchsen aus dem Rücken, deren Muskelgeflecht mit den menschlichen Armen verwachsen war. Dieses Mittelding zwischen Mensch und Riesenfledermaus hob leicht die Arme, und die dunklen, bizarren Flügel raschelten. Das ist Anne White, meine Herren. Das muss eine Halluzination sein. Nein, das ist Wirklichkeit. Eine zweite Riesenfledermaus tauchte auf. Tötet den Blonden! Aus den Augenwinkeln heraus sah ich, was Howard Rox tat. Der Mann stand immer noch gegen die Wand gepresst. Professor Mertus war einen Moment lang unaufmerksam. Die ungeheuerlichen nächtlichen Besucher in seinem Haus faszinierten ihn. Er kam einen Schritt näher, um sich die Geschöpfe aus allernächster Nähe zu betrachten. Dabei geriet er unglücklicherweise genau zwischen mich und Rox. Zurück, Professor! Doch es war zu spät. Rox riss Bert Mertus als Schutzschild vor sich. Sie werden nicht wagen zu schießen, Hallmark. Die Folgen wären katastrophal. Und auf Untote haben Bleikugeln keine Wirkung. Etwas, das schon tot ist, kann nicht noch einmal sterben. Ich wich zurück. Ein Geräusch erklang von der Tür her. Ich warf den Kopf herum. Verdammt! Noch 2. 5 Vampire. 5 Sklaven, die Rox willenlos ergeben und bereit waren, seine Befehle in die Tat umzusetzen. Ich lud das Gewehr durch. Zurück! Ich werde schießen! Sie reagierten nicht. Sie schienen mich nicht einmal zu hören. Ich drückte ab. Die Kugel schlug dumpf in den Leib der vordersten Fledermaus. Das getroffene Geschöpf blieb ruckartig stehen. Ich hatte damit gerechnet, dass die Kugel sie töten würde. Aber das war nicht der Fall. Sie setzte sich wieder in Bewegung, als wäre überhaupt nichts geschehen. Ich schoss erneut. 1-mal. 2-mal. Nichts. Heißer Atem traf meinen Hals. Ich wirbelte herum und hieb der Angreiferin den Gewehrkolben gegen den Hals. Es knirschte. Der furchtbare Kopf flog hoch. Die Flügel schlugen heftig und die Untote versuchte, auf den Beinen zu bleiben. Ich musste uns eine Gasse bahnen. Der Gewehrlauf war mein Pflock. Wie mit einem Bajonett stieß ich immer wieder zu. Der Lauf bohrte sich in das Herz der mir am nächsten stehenden Angreiferin. Das getroffene Vampirwesen taumelte,
riss die Flügel empor und presste die menschlichen Arme vor die Brust, um das in seinem Körper steckende Gewehr herauszuziehen. Dann brach die Untote zusammen. Eine gequälte Seele hatte Ruhe gefunden. Lasst ihn nicht entkommen! Die Untote, die sich in die Luft erhoben hatte, schnellte wie ein Geschoss auf mich herab. Ich spurtete los. Er erkannte, dass es zu riskant war, auf den Flur hinauszurennen, um durch die Haustür ins Freie zu gelangen. Er würde zu viel Zeit beim Öffnen des Schlosses verlieren. Daher wählte er den kürzesten Weg. Er jagte auf das Fenster zu, hielt die Arme schützend vor das Gesicht und sprang ab. Wie ein Pfeil schnellte er durch die Scheibe. Glas splitterte. Es krachte, als würde das ganze Haus zusammenstürzen. Die scharfen Kanten ritzten seine Hände auf, blieben in seiner Schulter stecken. Björn spürte das warme Blut, das aus den Wunden quoll. Aber es blieb keine Zeit, sich darum zu kümmern. Federnd kam er auf die Füße, stützte sich mit den Armen ab und hechtete gleich darauf über den niedrigen Zaun. Die Verfolger gaben nicht auf. Noch verfügte ich über einen kleinen Vorsprung, doch der schmolz sichtbar dahin. Die Untoten waren schneller. Die Vampire kamen mit heftigen Flügelschlägen näher. Aus der Finsternis tauchten die Rohbauten einer Hochhausgruppe auf. Vielleicht konnte ich dort einen geeigneten Unterschlupf finden. Und dann passierte es. Mein Fuß verfing sich in einer aus dem Boden gerissenen Wurzel. Ich stürzte. Ein Vampir war direkt über mir. Die langen Frauenbeine streiften schon sein Gesicht. Die riesigen Flügel verdeckten den Himmel über ihm. Björn rollte sich blitzschnell auf die Seite. Der Körper des seelenlosen Wesens konnte im Angriff seine Richtung nicht mehr verändern. Der Vampir rauschte neben ihm zur Erde, erkannte im letzten Augenblick, dass er sein Opfer verfehlte und wollte sofort wieder hochziehen. Ich zog die Beine an und trat dem Schattenwesen in die Seite. Ein girrendes, schrilles Geräusch entrang sich den Lippen des Zwitterwesens. Die Fledermaus kippte zur Seite. Ein Flügel rutschte über den harten Boden. Es knirschte und schabte, als die lederartigen Schwingen den Boden berührten. Geduckt jagte ich weiter, dem ersten Hochhaus zu. Noch 150 Meter. Noch 140. Nur mühselig schien sich die Meterzahl zum rettenden Ziel zu verringern. Dann endlich der Eingang. Ich rannte in den ersten Stock. Dieses Hochhaus war in U-Form errichtet. Ein Verbindungsteil und die andere Seite des Us schlossen sich an. Der Rohbau war 18 Stockwerke hoch. Auf Zehenspitzen huschte ich über den holprigen Fußboden. Eimer und Kisten standen herum. Eine Kammer war mit einer grünen Metalltür versperrt. Die war abgeschlossen. Offenbar lagerten dahinter wertvolle Baumaterialien. Ich rannte auf eine Nische zu. Vor mir lag eine mehrere Zoll dicke Bohle, die direkt zu der im Kernschatten liegenden Nische führte. Aber die Bohle lag auf der anderen Seite nicht auf. Sie kippte über. Ich fiel. Geistesgegenwärtig streckte Björn die Hände aus, in der Hoffnung, irgendwo doch noch einen Halt zu finden. Seine Finger glitten an der rauen Schachtwand entlang. Die Fingerkuppen sprangen auf. Das rohe Fleisch lag offen und heiß lief das Blut aus den immer tiefer werdenden Wunden. Da, ein Vorsprung. Wie Magnete schnappten meine Finger zu. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, in der Mitte auseinandergerissen zu werden. Aber die Bewegung nach unten wurde gestoppt. Ich hing zwischen Himmel und Erde. Gerettet. Fürs Erste. Hatten seine unheimlichen Verfolger etwas bemerkt? Es war kaum auszuschließen, dass sie das am Schachtboden aufschlagende Brett gehört hatten. Würden sie nun kommen, um ihm endgültig den Garaus zu machen? Er war nicht mehr fähig, sich zu verteidigen. Björn blickte nach oben. Er hing wie in einem Kamin, der zum Himmel hin geöffnet war. Über ihm der Nachthimmel. Ein paar Sterne blinkten schwach. Rund 30 Meter über ihm befand sich das Dach. Unter ihm tiefste Schwärze, sodass er die Entfernung nicht schätzen konnte. Konnte er es riskieren, loszulassen? Der Mond schob sich schräg in sein Blickfeld, goss sein bleiches Licht in den schwarzen Schacht, sodass das obere Fünftel des Kamins auf einer Seite ausgeleuchtet war. Ein dunkler Schatten legte sich vor den Mond. Ein Vampir. Dann ein zweiter. Die beiden Untoten landeten auf dem Rand des Schachts. Warum verschwanden sie nicht? Worauf warteten sie noch? Eine verzweifelte Idee kam ihm. Er musste sie täuschen, in die Irre führen.
würde er trotz Anspannung und Kräfteverschleiß noch die Energie aufbringen, seinen Doppelkörper entstehen zu lassen? Björn entsann sich, dass etwa 300 Meter von dem Hochhaus entfernt, in dem er nun gefangen saß, eine Bretterbude stand. Er schloss die Augen, fühlte, wie er zunehmend leichter wurde. Die Arme spürten kaum noch sein Gewicht. Es machte den Händen nicht mehr die geringste Mühe, die rostige Klammer zu umfassen. 300 Meter entfernt aber wurde aus einem Schemen Zug um Zug ein zweiter Björn Hellmark, den er Makabros nannte. Makabros blickte zum Rohbau hinüber, wo die beiden Vampire auf dem Schachtrand standen. Dann begann er zu rennen. Er lief über den sandigen Boden, sprang über Steine, benahm sich dabei nicht besonders vorsichtig, lief in entgegengesetzter Richtung davon. Die Geräusche, die er verursachte, und die Tatsache seines Auftauchens reichten aus, um die Untoten, die noch immer in der Nähe der Baustelle auf der Lauer lagen, zu alarmieren. Die Rechnung ging auf. Zwei von ihnen glitten wie Schatten aus der Finsternis heran, die beiden anderen auf dem Dach ließen sich einfach in die Tiefe fallen. Makabros warf sich hinter einen aufgeschütteten Erdhaufen. Noch während er sich auf die Seite rollte, gab er seinem Originalkörper den Befehl, die Verdoppelung wieder aufzulösen. Sekundenlang flimmerte die Luft an der Stelle, wo eben noch Makabros gelegen hatte. Der Ätherkörper verschwand. Björn Hellmarks Originalkörper nahm wieder an Kraft und Dichte zu. Schwer atmend hing er an der rostigen Klammer. Die Vampire kehrten nicht wieder. Aber da war Björn Hellmark auch am Ende, war völlig erschöpft. Er hatte Übermenschliches geleistet. Nun verließen ihn seine Kräfte. Seine Finger rutschten ab. Björn landete hart auf dem Boden, blieb erst benommen liegen, hockte sich dann in eine stockfinstere Ecke, sah zum mondhellen Himmel hinauf und ließ die Zeit vergehen. Er wartete 10 Minuten. Merklich kehrten seine Kräfte zurück. Als erstes konnte er wieder nüchtern und sachlich denken. Wo befand er sich? Auf dem Boden eines Liftschachtes. Dazu musste es einen Zugang geben. Björn Hellmark war nun wieder so weit bei Kräften, dass er sich erheben und mit vorgestreckten Händen die Schachtwände rundum abtasten konnte. Und da war auch die Eisentür. Aber sie war verschlossen. Aufbrechen ließ sie sich nicht. Er konnte höchstens versuchen, ob es von draußen ging, wenn er sich verdoppelte und... Er führte seine Überlegungen nicht zu Ende. Geräusche erklangen. Automotoren. Ganz nah. Türen wurden geöffnet, wieder zugeschlagen. Dann ferne, unverständliche Stimmen. Schritte. Ich hielt den Atem an. Die Schritte kamen die Treppen herunter. Ein schwacher Lichtschein fiel durch die Ritze der Tür. Was hatte das zu bedeuten? Hier unten ist es? Ja. Wenn es stimmt, dann frage ich mich, weshalb du nicht eher gesungen hast. Du hättest dir eine Menge Ärger und Scherereien ersparen können, mein Junge. Schön, Jack. Dann knacke ich den Tresor mal. Mit dem Tresor war das Innere des Schachtes gemeint. Ein Schlüssel stocherte im Schloss herum. Nur noch wenige Sekunden. Die Tür wurde nach außen geöffnet. 3 Taschenlampen warfen zur gleichen Zeit Licht in den Schacht. Ich riss die Hände hoch, hielt sie vor mein Gesicht. Mensch, ich werd verrückt. Da ist ja einer. Kommen Sie raus und keine Sperenzchen, sonst knallt's, mein Junge. Ich kroch heraus, die Hände nach außen gedreht. Vielleicht haben wir nicht nur einen kleinen Verteiler, sondern einen fetten Fisch gefangen, hm? Haben Sie eine Waffe? Nein, sonst hätte ich bei dem Empfang bestimmt schon losgeballert. Ich nahm die Hände herunter. Meine Augen hatten sich an das Licht gewöhnt. Ich sah in die Runde, sah 2 Männer in Zivil, älteren Semesters, ein dritter, höchstens 20, 3 Uniformierte, alle 3 bewaffnet. Sie sind von der Polizei? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich nicht geschossen. Sie scheinen sich noch zu freuen, dass wir hier sind, wie? Sie sehen ziemlich mitgenommen aus, Mann. Haben Sie schon nach dem Zeugs gegraben? Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Ich bin Captain Jack Robinson. Vom Rauschgiftdezernat. Ihren Freund hier haben wir schon seit 3 Wochen in der Mangel. Wir haben ihn erwischt, wie er Trips verkaufte. Ist selbst nur noch ein Strich in der Landschaft. X-mal hat er uns Verstecke gezeigt, wo er angeblich sein Lager hat. Aber da gab es nichts. Heute Nacht hat er sich besonnen, uns nicht mehr an der Nase herumzuführen. Hier ist es wirklich, Chef. Ich hab die Schnauze einfach voll. Ich will endlich meine Ruhe haben. Geben Sie mir etwas von dem Stoff und den Rest beschlagnahmen Sie. Verbrauchen Sie es selbst. Beim nächsten Kameradschaftsabend.
Und eine tolle Party. Das ganze Dezernat, hey. Da merkt ihr endlich mal, was euch so tatsächlich entgeht. Er lachte. Seine schlechten Zähne sahen wie abgebrochene Sargnägel aus. Ich hab nichts damit zu tun, Captain. Ja, der Satz kommt uns bekannt vor. Wie sind Sie in den Schacht geraten? Geben Sie mir den Schlüssel. Ich hab keinen. Bill, taste ihn ab. Außer einem Taschentuch, eine Anzahl Kratzer und Schnittwunden im Gesicht. Nichts. Nicht mal Papiere? Nein, Chef. Danke, mein Junge. Das genügt. Sie können sich nicht ausweisen. Das ist Ihr Pech. Wir müssen Sie mitnehmen. Mein Name ist Björn Hellmark. Ich bin Gast bei Professor Mertos. Sie können dort nachfragen. Es wäre vielleicht gut, wenn Sie gleich mit mir rübergingen. 300 Meter weiter steht das Haus. Dort stimmt etwas nicht. Der Professor wird bedroht. Und da sind Sie wohl dazu gekommen, haben angegriffen, ein paar Schrammen davongetragen und dann hat man Sie wohl so mir nichts, dir nichts einfach hier in den Schacht eingesperrt. So ähnlich. Die Vampire, wissen Sie, ich... Es war zwecklos. Meine Geschichte klang mehr als unwahrscheinlich. Der Blick der Beamten sagte alles. Oh weh, jetzt hat's ganz bei ihm ausgehakt. Leg ihm ein Armband an, Bill. Der Bursche scheint einiges Intus zu haben. Vielleicht hat uns unser Freund hier doch an die Quelle der Freuden geführt. Wir nehmen dich mit, mein Junge. Im Revier kannst du deinen Rausch ausschlafen und danach unterhalten wir uns dann weiter. Bill, der Kopf, trat abermals in Aktion. Er legte mir Handschellen an. Dann führte Robeson das aus, wozu er ursprünglich hergekommen war. Diesmal hatte der Abgeschlaffte tatsächlich das richtige Lied gesungen. Im Aufzugsschacht ließen sich ganz unten neben der Tür drei Steine herausnehmen. Dahinter versteckt, stellte der Captain des Rauschgiftdezernats mehrere Plastiksäckchen sicher. Schönes Gewicht. Schätze, dass wir hier mindestens 5 Kilo Stoff gefunden haben. Wie sich später beim Nachwiegen ergeben sollte, hatte er sich um nur 200 Gramm verschätzt. Es waren 5,2 Kilo beste Sorte schwarzer Nepalhasch. Sie verließen den Hochhausrohbau. Björn Hellmark bestand darauf, dass Robeson zum Haus von Professor Mertos ging, um sich dort davon zu überzeugen, dass sich Björn ausweisen konnte. Das Haus war dunkel und leer. Niemand meldete sich. Robeson klopfte und zog mehrmals die alte Glocke. Es ist etwas passiert. Bitte sehen Sie drinnen nach. Er musste dem Hinweis nachgehen, auch wenn er ihn für unsinnig hielt. Der untersetzte Spezialist mit der sonoren Stimme, der ihn begleitete, setzte seinen Universalschlüssel ein, mit dem er bereits die Tür zum Aufzugsschacht geöffnet hatte. Ruckzuck war die Tür zum Haus von Professor Mertos geöffnet. Es war leer. Die den Captain begleitenden Cops schauten sich überall im Haus um. Es gab keinen Professor, keinen Howard Rocks und auch keine der gespenstischen Untoten lauerte irgendwo im Dunkel. Auch die Reisetasche und das Buch waren nicht aufzufinden. Sogar von dem Fenster, durch das er gesprungen war, gab es keine Splitter mehr. Alles hatte sich in Luft aufgelöst. Björn Hellmark begriff einmal mehr, dass seine Lage nicht leichter geworden war. Man brachte ihn nach Atlanta ins 4. Revier und steckte ihn in eine Zelle, gab ihm etwas zu essen und zu trinken. Dann war er mit sich und seinen Gedanken allein. Hallo, mein Junge. Du scheinst nicht gerade in einer glücklichen Lage zu sein. Captain Jack Robeson, dachte ich. Doch dann wurde mir bewusst, dass ich die Stimme nicht gehört hatte, sondern sie direkt in meinem Bewusstsein aufgeklungen war. Al-Nafur. Du dagegen scheinst in bester Stimmung zu sein, da du zu solchen Scherzen aufgelegt bist. Du bist ein Stimmwunder, Al-Nafur. Nett von dir, dass du gekommen bist, um mich zu unterhalten. Man tut, was man kann, mein Junge. Aber dass du hier festgekettet bist, gefällt mir ganz und gar nicht. Du wirst woanders dringender gebraucht. Du hast alles beobachtet? Ich kann mit wenigen Einschränkungen überall sein. Das weißt du. Begriffe wie Raum und Zeit sind in jenem Zwischenreich, in dem ich mich befinde, unbekannt. Ich bin körperlos. Du kannst und darfst Rox das Feld nicht überlassen. Er besitzt das Buch. Er wird Mertos zwingen, ihm den Text zu übersetzen. Lass es nicht dazu kommen. Das ist leichter gesagt als getan. Er steht mit dem Teufel im Bunde. Das ist richtig. Wohin ist Rox gegangen?
Wie hat er es fertiggebracht, alle Spuren zu verwischen? Ein Magier hat viele Möglichkeiten, wenn er mit finsteren Mächten in Verbindung steht, Björn. Seine Töterinnen befanden sich bereits auf dem Rückweg zu ihrem Unterschlupf. Sie hatten Professor Mertus dabei. Rox folgte später nach. Zu dem Zeitpunkt, als Captain Robeson und seine Leute in Mertus Haus nachsahen, befand er sich noch darin. Er hatte sich unsichtbar gemacht. Nun aber ist er bereits wieder in seinem Haus bei Carbon Hill. Je eher du dort auftauchst und dir das zurückholst, was dir gehört, desto besser. Carbon Hill? Man konnte schließlich nicht jede Stadt kennen. Und eine zweite Frage lag mir auf der Zunge, oder besser, flirrte durch meinen Kopf. Aber auf welche Weise kam er so schnell von Atlanta nach dort zurück? Die älteren Dorfbewohner und die Menschen auf den Farmen in den Tälern erzählen, Rox könne sich in jedes beliebige Wesen verwandeln. Er könne selbst die Form eines toten Gegenstandes annehmen. Ich habe beobachtet, wie ein großer schwarzer Vogel das Haus von Professor Mertus verlassen hat. Der Kontakt blieb nur noch einen Atemzug lang bestehen. Diese Zeit nutzte Al-Nafur, mir einige Verhaltensmaßregeln zu geben. Geh in Rox Hütte. Auch du kannst große Entfernungen überbrücken, ohne dabei auf die Zeit Rücksicht nehmen zu müssen. Du kannst an zwei Orten gleichzeitig sein. Morgen kann es zu spät sein, weil Rox den Stein wieder befragt. Und Marilla wird die Lösung für deine Vernichtung bereithalten. Al-Nafurs Stimme erstarb. Ich fasste sofort einen Entschluss. Ich unternahm den Versuch, meinen Ätherkörper an einem sehr weit entfernten Punkt entstehen zu lassen. Ich konzentrierte mich auf das Gebiet um Carbon Hill. Und es gelang mir, Makabos mehr als 200 Meilen vom Ausgangspunkt entfernt entstehen zu lassen, ohne dass mein richtiger Körper sichtbar geschwächt wurde. Dieser blieb in der Zelle, während mein Ätherkörper die kühle, frische Nachtluft empfing und das Geräusch des säuselnden Windes am Fuße des flachen Hügels vernahm. Björn Hellmark, alias Makabros, blickte sich in der neuen Umgebung aufmerksam um. Die Hütte musste weiter oben liegen, so hatte er Al-Nafurs Gedanken jedenfalls verstanden. Er sah die Landschaft genauso vor sich, wie sein geheimnisvoller, unsichtbarer Freund sie in sein Bewusstsein projiziert hatte. Er befand sich am Fuße des Hügels. Zur Linken, in einer Talsenke, lag eine Farm. Lautlos wie ein Waldläufer bewegte er sich auf dem festen Untergrund. Da hallte ein schrecklicher, markerschütternder Aufschrei durch die Nacht. Wie von einer Tarantel gestochen, zuckte Makabros zusammen. Sein Blick irrte hinüber zu dem flachen Farmhaus. Der Schrei war von dort gekommen. Ohne sich zu besinnen, änderte Makabros seine Richtung und eilte auf das dunkle Farmhaus zu. Wie durch Geisterhand bewegt, öffnete sich die Haustür. Ein Mann stand auf der Schwelle. Der Mann hielt einen leblosen Körper auf den Armen. Einen Vampir. Aber es handelte sich um keinen ausgewachsenen Menschen. Es war ein Kind, ein Mädchen, höchstens 12 oder 13 Jahre alt. Die schmalen Arme, die mit dem Muskel- und Sehnengeflecht verwachsen waren, hingen schlaff herab. Im Herzen des Vampirs steckte ein zugespitzter, fingerdicker Stock und dunkles Blut quoll aus der klaffenden Wunde. Es ist meine Tochter. Ich habe sie erlöst. In seiner Hand, die unter dem leblosen Körper hervorragte, bemerkte Makabros einen langen, zugespitzten Stab. Wenn Sie auch einer von denen sind, dann wäre es besser, Sie verschwinden. Ich schicke auch Sie in die Hölle. Drin liegen noch zwei. Ich bin Rob, der Vampirkiller. In seinen Augen flackerte ein wildes Licht. Der Mann war wahnsinnig. Ich bin keiner von denen. Ich bin auf der Suche nach dem, der für dies alles verantwortlich ist. Aber ich frage mich, ob dies wirklich nötig gewesen ist. Vielleicht hätte man ihr noch helfen können. Anders. Ihr helfen? Anders?
Nein, nein, nein. Ich muss froh sein, dass es mich nicht erwischt hat. Sie haben mir aufgelauert. Sie wollten mein Blut. Aber ich habe sie überlistet. Einen nach dem anderen. Sie können mir behilflich sein. Ich werde Ihnen helfen, sie zu begraben. Zeigen Sie erst Ihren Hals her. Ich will sehen, ob Sie das Mal am Hals tragen. Damit konnte Makabros nicht dienen. Robert Henderson grunzte zufrieden. Sie sind keiner von denen, richtig. Ich glaube es Ihnen. Sein Misstrauen war sofort verschwunden und er verfiel ins andere Extrem. Er behandelte Makabros wie einen Freund. Für ihn schien die Welt nur noch schwarz-weiß zu sein. Auf der einen Seite die Vampire, die Geschöpfe der Hölle, die er besiegen musste. Auf der anderen Seite nicht infizierte Menschen, die er über die Gefahr, die er entdeckt hatte, aufklären musste. Makabros hielt sein Versprechen. Während der Arbeit erfuhr Makabros die Zusammenhänge, die zu dieser blutigen Katastrophe geführt hatten. Am Mittag des vergangenen Tages waren Robert und Nancy Henderson, die Eltern von Jennifer, hier auf der Farm eingetroffen. Davor hatten sie einen ganzen Tag lang telefonisch versucht, Jennifer oder den Großvater zu erreichen. Niemand war ans Telefon gekommen. Wissen Sie, es war unheimlich. Nancy suchte unten, ich oben. Als ich hinunterkam, stand plötzlich Jennifer vor mir im Flur und... ja, sie lächelte. Sie war sehr blass und schmal. Sie sah krank aus. Wir waren zutiefst erschrocken. Gemeinsam setzten wir uns in das große Wohnzimmer. Naja, wir fragten sie aus, wo ihr Großvater sei. Wo Mary Simpson, die Wirtschafterin. Wo die Cowboys und Farmarbeiter. Sie konnte uns keine Antwort geben. Ich entschloss mich, einen Arzt anzurufen. Jennifers Verhalten gab zu allergrößter Besorgnis Anlass. Ich hatte fast meinen alten Herrn in Verdacht, dass er Bescheid wusste, sich aber nicht sehen ließ. Etwas Unbekanntes, Unbegreifliches und Gespenstisches ging auf der Farm vor. War hier eine unbekannte Krankheit ausgebrochen? Ja, auch daran musste ich denken. Als ich zum Telefon ging, hatte ich die erste Begegnung mit einem Vampir. Er kam die Treppen herab. Ich werde den Anblick nie vergessen. Ich stürzte ins Zimmer zurück, um meine Familie zu warnen. Ich glaubte zu begreifen, was sich in diesem Haus ereignet hatte. Mein Entsetzen kannte keine Grenzen, als ich sah, was in den wenigen Sekunden meiner Abwesenheit passiert war. Auch Jennifer, meine kleine Jennifer, hatte sich in eine grässliche Fledermaus verwandelt. Nancy war starr vor Entsetzen. Sie war unfähig, sich zu wehren, als Jennifer die Lippen an ihren Hals presste und ihr Blut trank. Ich konnte nichts tun. Ich stieß Jennifer in der ersten Reaktion zurück und wollte Nancy aus ihrer Gewalt reißen. Aber sie sank leblos zu Boden. Dann begriff ich das Ungeheuerliche. Auch Nancy, meine Frau, war zu einem Vampir geworden. Ich begriff, weshalb ich auf der Farm kein lebendes Wesen angetroffen hatte. Der Besitz meines Vaters war verflucht. Ich floh. Es gelang mir, mich im Keller zu verbarrikadieren und den Ansturm der Vampire zu überstehen. Ich wartete den Anbruch des neuen Tags ab. Vampire fürchten die Helligkeit, müssen Sie wissen. Ich schnitzte die Stöcke zurecht und suchte die Verstecke der Vampire. Im Keller und im Dach. Zwei fand ich sehr schnell. Mary Simpson lag in einer Truhe auf dem Dachboden. Ja, sie lag da, als schliefe sie. Aber sie war tot. Und erst nachts würde sie wieder zum Leben erwachen. Ich durchbohrte ihr Herz. Dann fand ich meine Frau. Ich kämpfte lange mit mir, aber es gab kein Zurück. Wenn ich nicht handelte, war ich vielleicht der Nächste. Ich schlug zu. Das Blut aus ihrem Herzen schoss mir ins Gesicht. Aber ich fand Jennifer nicht. Vielleicht hat sie im Haus von Rox den Tag verbracht. Ich blieb im Haus. Und vor einer halben Stunde endlich wurde mein Warten belohnt. Ich lockte Jennifer in eine Falle. Ich bin Rob, der Vampirkiller. Sie müssen froh sein, mir begegnet zu sein. Das bin ich auch, Rob. Die Grube war zugeschüttet. Aus zwei zugespitzten Stäben legte Henderson ein Kreuz auf die frische duftende Erde.
Makabros nahm sich noch die Zeit, einen Blick in das gespenstische Haus zu werfen, wo Robert Henderson die Wirtschafterin und seine Frau vom Dasein der Untoten befreit hatte. Wie angegeben, fand er die eine Leiche in der Truhe auf der Dachkammer, die andere auf einer Pritsche in einem fensterlosen Kellerraum. Nancy Henderson war noch sehr jung und eine Frau von großer Schönheit gewesen. Wortlos verließ er das Haus. Wie ein Hund trottete Robert Henderson neben ihm her. Auf dem Rücken trug er einen Stoffbeutel, den er sich in aller Eile im Laufe des Tages selbst zusammengenäht hatte. Darin steckten zahlreiche pfeilspitze Stöcke und Pflöcke. Er nahm plötzlich zwei Stück heraus und drückte sie ganz schnell seinem blonden Begleiter in die Hand. Hier, für dich. Du bist mein Freund. Sie gelangten auf den Berg. Makabros fand es erstaunlich, wie sicher er mit seinem Ätherkörper den gezeigten Ort gefunden hatte und wie körpernah er die Dinge empfand. Heftiges Rauschen und Flügelschlagen erfüllte die Luft, ehe sie noch die Hütte erreichten. Makabros und Robert Henderson zuckten zusammen. Vampire? Wie durch Zauberei lag einer der spitzen Pflöcke aus seinem Beutel in seiner Hand. Und es waren Vampire. Der Himmel über ihnen bewegte sich, lebte. Es mussten fast 100 sein, die den Hügel zu erreichen versuchten. Rocks Armee der Untoten war in erschreckendem Maße gewachsen. Sie wollen zurück in ihr Versteck! Oh, sie haben es eilig! Rocks Hütte war einen Steinwurf weit von ihnen entfernt. Der Himmel wurde im Osten langsam grau. Die Sonne geht bald auf. Das vertragen sie nicht. Sie gehen zugrunde! Henderson stand mit dem Rücken zu einem Baumstamm. Der erste Vampir stieß herab. Ein zweiter, ein dritter. Den ersten erwischte er auf Anhieb. Henderson jagte ihm den Pflock mitten ins Herz und ein furchtbarer Schrei hallte durch die Luft. Alles ging drunter und drüber. Durch das unerwartete Auftauchen der Untoten war auch Makabros Mission gefährdet. Howard Rocks, der Magier, hätte schon stocktaub sein müssen, um den Aufruhr und Krach vor seinem Haus nicht zu vernehmen. 3, 4, 5 Vampire tötete Henderson, zog die benutzten Pflöcke immer wieder aus den Herzen, um sie erneut zu verwenden. Der Boden vor seinen Füßen färbte sich mit dem Blut derer, welche die Vampire in dieser Nacht angefallen hatten. Makabros kämpfte verbissen. Er musste verhindern, dass sie in das Haus kamen, dessen Tür weit offen stand und durch das einige in aller Eile drängten. Es wurde Morgen. Aus den Augenwinkeln heraus sah Makabros noch, dass Henderson arg bedrängt wurde, dass er gegen mehrere Untote gleichzeitig zu kämpfen hatte, dass er nun mit bloßen Händen kämpfte. Makabros konnte zwei Gegner erledigen. Der Weg zu Henderson jedoch war ihm versperrt. Robert Henderson, der sich selbst zum Vampirkiller ernannt hatte, war dieser Übermacht nicht gewachsen. Spitze Zähne ritzten seine Haut, bohrten sich in seine Halsschlagader und augenblicklich hörte sein heldenhafter Widerstand auf. Makabros warf sich im selben Augenblick der Tür entgegen, als Henderson zu Boden ging. Er sprang ins Haus, riss die Tür hinter sich zu und schlug sie ins Schloss. Öffnen Sie! Sind Sie verrückt? Eine Gestalt trat aus dem Dunkel des Zimmers hervor. Howard Rocks. Sie gehen zugrunde. Die Sonne geht gleich auf. Sie sollen auch zugrunde gehen, Rocks. Damit wird vielen Menschen das Leben gerettet. Die Vampire warfen sich gegen die Tür. Es knirschte im Holz, es krachte. Rocks trat zwei Schritte nach vorn. Die Sonne! Sie geht auf! Vantu! Die Tür flog aus den Angeln, als hätte sich ein Titan dagegen geworfen. Aber es war bereits zu spät. Die ersten Sonnenstrahlen bereiteten dem Spuk ein Ende. Menschenkörper und Fledermausflügel lösten sich auf, als hätte es sie nie gegeben. Wo eben noch die Vampire herandrängten, gab es nichts mehr. Ich weiß nicht, wie Sie hierher gekommen sind. Ich weiß nicht, wer Ihnen diesen Ort verraten hat. Aber Sie sind ein Gegner, den ich offensichtlich unterschätzt habe und über den ich falsch unterrichtet worden bin.
Und ein Mensch, der von einem Untoten gebissen wird und nicht deren Mal trägt, hat einen stärkeren Schutz, als ich zu brechen vermag. Die Tür hinter Makabros wurde vom Boden emporgerissen, als würden unsichtbare Hände danach greifen. Fugenlos passte sie sich wieder in die Füllung. Der Riegel schnappte vor, der Schlüssel drehte sich darin und zerbröckelte dann, als bestünde er aus einem mürben Gebäck. Rox hatte seine magischen Fähigkeiten eingesetzt. Er beherrschte sein eigenes Wesen und all die Dinge, die in diesem Raum vom bösen Einfluss seiner dämonischen Mutter beseelt waren. Vor die Fensterläden schnappten Metallgitter, die aus dem Nichts entstanden. Howard Rox verschwand in dem angrenzenden Raum und die Tür knallte hinter ihm zu, ohne dass er Hand anlegte. Makabros war gefangen. Rox hastete in seine Bibliothek. Auf dem Tisch stand der geheimnisvolle Stein. Das seltsame, rötliche Glosen verstärkte sich. Marilla! Ich brauche deine Hilfe! Weiter kam er nicht. Makabros stand vor ihm. Schlagartig entwickelte sich sein Körper aus dem Nichts. Makabros sah, wie aus der Glut des Steines ein feiner Nebel aufstieg, der ein Gesicht zu formen schien. Du hast einen Fehler gemacht, mein Sohn. Du hättest... Weiter kam sie nicht. Makabros hatte begriffen, dass für Rox von dem Stein alle Kraft ausging. Ohne ihn würde er machtlos sein. Makabros Hand ergriff den Stein. Rox schrie auf. Ein Mensch! Ein Mensch hat den Stein in Besitz genommen! Das Glosen im Inneren des Steins erlosch. Makabros hob den Stein hoch und ließ ihn fallen. Es krachte, es splitterte und knirschte. Kristalle zersprangen mit peitschenähnlichem Knall. Howard Rox stand gegen die Wand gepresst. Ein Windstoß fuhr durch den Raum. Das rötliche, verlöschende Licht lag noch sekundenlang auf seinem entsetzten Gesicht. Ungläubig starrte er auf seinen Gegner, der, ohne es zu wissen, instinktiv das Richtige getan hatte. Der Fensterladen hinter Rox flog auf. Der Wind, der durch die zerspringenden Scheiben eindrang, zerzauste sein Haar. Die Böen waren so heftig, dass Makabros gegen die Wand geschleudert wurde. Es schien, als würde der böse Geist, der dieses Haus beherrscht hatte, ausfahren. Howard Rox Gestalt verzog sich zu einem dunklen Schemen, der länglich wurde, dann breit. Etwas Vogelähnliches, Pechschwarzes, wurde vom Sturm hinausgesogen und verschwand aus Makabros Blickfeld. Professor Mertos! Professor? Der Deutsche war überzeugt, dass der Archäologe hier im Haus untergebracht war. Auch Alnafur hatte darauf hingewiesen. Hier! Hallo! Hier! Etwas klopfte an die Wand. Dumpf erreichte das Geräusch Makabros Ohr. Er riss die Tür zum nächsten Zimmer auf. Mr. Hellmark? Auf dem Tisch stand eine brennende Kerze. Vor dem Archäologen lag das goldschimmernde Buch. Björns Reisetasche stand am Boden. Wir haben keine Zeit. Kommen Sie schnell! Aber... Draußen brach ein Dachbalken herunter. Die von Rox noch verschlossene Zwischentür barst. Nichts wie weg hier! Er griff nach der Tasche, warf das Buch hinein und trieb Professor Mertus durch die offene Tür auf das Fenster zu. Sie entkamen in letzter Sekunde. Sie schickt der Himmel, Mr. Hellmark. Aus dem Dorf näherten sich die ersten Menschen. Makabros nahm seine Papiere an sich und vertraute dem Professor seine Reisetasche und das Buch an. Dann verschwand er in der Menge. Professor Mertus verlor ihn von einer Sekunde auf die andere aus den Augen. Er sollte nie in seinem Leben erfahren, dass der Mann, der ihn wegen der Übersetzung eines wichtigen Textes aufgesucht hatte, in Wirklichkeit die Arrestzelle in Atlanta nie verlassen hatte. Björn Hellmark sah sich um. Sein Doppelkörper war sekundenlang wie ein Schemen zu sehen. Er stand vor ihm wie ein schwaches Spiegelbild. Makabros hielt noch die Hülle mit den Ausweispapieren in der Hand. Björn Hellmark griff danach, ehe sie zu Boden fielen, als sich der Ätherkörper auflöste. Björn Hellmark steckte die Papiere in seine linke Gesäßtasche und wollte schon Alarm trommeln, als er Schritte auf dem Gang hörte. Er presste den Kopf an die Gitterstäbe und grinste den ankommenden Captain Robeson und seinen Begleiter, einen Uniformierten, an. Morgen, Captain! So strahlender Laune? War es in der Zelle so bequem? Ich bin gekommen, um mich mit Ihnen zu unterhalten, mein Junge. Ich hätte da ein paar Fragen, die... Die sich vielleicht erübrigen, Captain.
Björn Hellmark holte mit lässiger Geste seine Papiere hervor. Ich hab was gefunden, Captain. Muss gestern Nacht ganz schön einen in der Krone gehabt haben. Captain Robesons Gesicht war sehenswert, als er die Papiere prüfte. In seinem Büro wurden noch ein paar Formalitäten erledigt. In meiner ganzen Praxis ist mir das noch nicht passiert, mein Junge. Da hat einer die ganze Zeit seine Papiere bei sich und weiß nichts davon. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Eins allerdings begreife ich auch jetzt noch nicht. Und das wäre, Captain? Wie Sie in den Aufzugsschacht gekommen sind. Ich hatte eine Schlägerei mit ein paar Kerlen, die mir auflauerten. Deshalb also die Verletzungen. Ich war den Burschen unterlegen. Sie waren zu viert. Sie machten mich fertig und steckten mich in den Aufzugsschacht. Möglich, dass sie was mit der Rauschgifthändlerbande zu tun hatten. Schließlich besaßen sie den Schlüssel zur Tür unten. Alles in Ordnung. Gegen sie liegt nichts vor. So einfach war das also. Die Welt ist doch weniger kompliziert, als wir manchmal denken. Sie sagen es, Captain. Am späten Nachmittag suchte ich Professor Mertus erneut auf. Ich ließ absichtlich so viel Zeit verstreichen, damit es zu keinen unliebsamen Fragen kam, wieso ich so schnell in Atlanta hatte sein können. So deckte sich meine Ankunft mit der von Professor Mertus. Wir führten ein langes und ausführliches Gespräch, in dem wir alle anstehenden Probleme erörterten. Ich blieb noch einen Tag. Professor Mertus begann mit der Arbeit an dem Buch, das ich ihm zu treuen Händen überließ. Schon jetzt ließ ich erkennen, dass viele Wochen oder gar Monate harter Arbeit vor dem Professor lagen. Doch er war mit Eifer bei der Sache. Er versprach, das Buch der Gesetze, wenn er nicht damit arbeitete, stets in einem bewachten Tresor zu verschließen. Damit war ich einverstanden. 10 Stunden später saß ich entspannt im Flugzeug. Du hast dich tapfer geschlagen, Björn. Du meldest dich immer dann, wenn alles vorbei ist. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Hilfe? Wofür? Rox war mit einem Mal verschwunden. Das hast du entschieden. Ich? Du hast den Stein an dich genommen. Das hat Rox' Schicksal entschieden, Björn. Er durfte nie in die Hände eines Menschen geraten. Das war die Bedingung, die Fantu stellte, als er Merilla den Stein überreicht. Aber auch Merilla hat sich nicht daran gehalten. Sie hat den Stein an ihren Sohn weitergegeben. Und auch er war ein Mensch. Da ist eine Kleinigkeit, die du nicht wissen kannst, Björn. Ein niederer Dämon wird von den Höheren bestraft. Das ist genau wie bei den Menschen. An den Kleinen bleibt alles hängen. Der Stein war Fantus Hochzeitsgeschenk an Merilla. Howard Rox war kein Mensch. Er war Fantus Sohn.